Herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung von unserer Veranstaltungsreihe It's the End of the World as We Know It. Und wir wollen mit der Podiumsdiskussion heute zwar die Veranstaltungsreihe abschließen, aber natürlich nicht unsere Auseinandersetzung mit dem Thema in die Richtung. Und warum It's the End of the World as We Know It? Der Gedanke dahinter ist, also entweder wir verändern die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse, in denen wir leben, zum Besseren, oder die Erde, Stichwort ökologische Krise, wird sich zum Schlechteren verändern. Das heißt, in jedem Fall ist the end of the world, as we know it. Wir haben in der Veranstaltungsreihe eine ganze Reihe von unterschiedlichen Perspektiven und Akteuren zusammengebracht und unterschiedliche theoretische, aber zum Teil auch praktische Ansätze probiert zu diskutieren, wie man mit so einer ökologischen Krise umgehen kann. Und heute ist das ähnlich. Dazu komme ich dann gleich bei der Vorstellung. Ansonsten die ökologische Krise, also wir verstehen darunter eine Gesamtheit aus Klimawandel, zum Beispiel daraus resultierende, zum Teil daraus resultierende Hungerkatastrophen, Hitze, Vermüllung, Vergiftung von Umwelt. Aber vor allem eben, dass die ökologische Krise nicht von einer gesellschaftlichen oder von einer, das heißt sozialen und von einer ökonomischen Krise zu trennen ist. Und wir glauben, dass der Kapitalismus als ein totalitäres System, also was viele Aspekte davon bestimmt, der Kern davon ist. Wir haben bisher in der Veranstaltungsreihe dazu eingeladen Marco von der Translib, und Marco hat einerseits beleuchtet, was die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der ökologischen Krise von Seiten in der linken Bewegung oder von linken Akteuren ist. Wir haben geschaut, welche grundlegende historische Zusammenhang von der Dampfmaschine bis zum Peak Oil eigentlich zwischen ökologischer Krise und einem ökonomischen System besteht. Und welche drohende Gefahr von zukünftigen Kipppunkten zum Beispiel ausgehen könnte. Danach hat Steffen Liebig gezeigt, dass eine ökologische Krise immer eine Kritik am Kapitalismus notwendig macht und damit auch eine Kritik am Wachstum, weil Wachstum einfach ein grundlegendes Prinzip des Kapitalismus ist. Und dass das auch immer implizieren würde, sein eigenes Verhalten auch zu ändern. Ulrich Schuster hat danach verschiedene Ansätze davon kritisiert, also mit der Grundthese, ob vielleicht die ökologische Bewegung nicht schon lange gewonnen hätte mit ihren Zielen. Und dass individuelles Handeln immer die Gefahr einer Moralisierung birgt, beziehungsweise eine Überhöhung und eigentlich die Tendenz zu einer Selbstoptimierung immer besteht, beziehungsweise der Kapitalismus viele Tendenzen oder viele Kritik eigentlich schon wieder in sich aufsaugt und vielleicht auch wirkungslos macht. Und ob der Kapitalismus dieser ökologischen Krise vielleicht nicht auch selbst schon, also ob er sie vielleicht nicht auch selbst schon beherrschen könnte. Danach hat Anne Titor mit Blick auf die gesellschaftlichen Naturverhältnisse gezeigt, wie eng ökologische und soziale Krise eigentlich miteinander zusammenhängen. Und das an einer Reihe von Beispielen festgemacht, also zum Beispiel, wie die Emission von Umweltgiften direkte Auswirkungen hat auf Menschen in der Umgebung, die dann zum Beispiel viel häufiger an Krebs erkranken als anderswo. Und den Abschluss hat FARN gemacht, also die Fachstelle für Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, in dem sie thematisiert haben, wie Naturschutz immer als Vehikel auch für biologistische, rassistische, menschenverachtende Ideologien fungieren kann und welches instrumentelle Verhältnis rechte Akteure zum Natur- und Umweltschutz haben. Und was sicherlich für manche überraschend war, dass der tatsächliche Ursprung gerade der deutschen Umweltbewegung genau in diesen Ideologien eigentlich zu finden ist. Für die abschließende Podiumsdiskussion heute wollen wir sozusagen die Ausgangsthese erstmal aufstellen, dass die etablierten und weit verbreiteten Ansätze zur Bewältigung und zum Verständnis dieser ökologischen Krise theoretische Leer- und Fehlstellen haben
und damit auch diverse Praxisansätze entweder aus unserer Perspektive vielleicht komplett in die falsche Richtung gehen oder doch zumindest zu kurz greifen. Und wir wollen die Frage stellen, mit welcher theoretischen Kritik, die aber eine materialistische Perspektive hat, also darauf ausgerichtet ist, tatsächlich irgendwas mal zu ändern, sich eine solidarische Landwirtschaft, aber auch meinetwegen eine Degrowth-Bewegung, aber auch der Lesekreis was denen entgegengebracht werden kann. Und weil wir würden sie beide als Form von Praxis, oder wir würden das alles drei als Form von Praxis verstehen. Und wir wollen fragen, welche Form von verschiedenen Praxen dann sozusagen dieser Kritik auch irgendwie gerecht werden könnten in Zukunft, indem sie reflektieren und was bedeutet das vielleicht für ihr Handeln. Wir wollen kein polemisches Streitgespräch, in dem jeder dann sein Fett wegbekommt und alle wissen, dass solidarische Landwirtschaft Blödsinn ist oder dass der Hegel- und Marx-Lesekreis ja sowieso nie was bewirken könnte, sondern wir wollen schauen, was man voneinander lernen kann und wie sich diese verschiedenen Perspektiven vielleicht bereichern können. Und dazu haben wir eingeladen zum einen Johannes Hauer von der Translib, dem kommunistischen Labor im Leipziger Westen. Wir haben eingeladen Friederike Habermann, sie ist Ökonomin und Historikerin aus dem Umfeld der Postwachstums- und Degrowth-Bewegung. Wir haben eingeladen Jan-Felix Thon von der Kooperative Landwirtschaft Leipzig und Ulrich Schuster vom Roten Salon des Coney Island. Und zum Ablauf, die Referentinnen und Teilnehmenden würden jetzt jeweils 2 Minuten bekommen, um sich kurz vorzustellen, eine grundlegende Position vielleicht vorzustellen. Und danach würden wir eine Stunde maximal eine Podiumsdiskussion machen zu ein paar Themen, die wir uns ausgedacht haben, wo wir denken, dass es wäre wichtig. Und im Anschluss haben wir dann mindestens eine halbe Stunde Zeit, um das zu öffnen für eure Fragen und alles, was dann vielleicht noch relevant oder nicht beantwortet bleibt. Genau. Und ich würde anfangen mit Johannes Hauer und der kleinen Vorstellung. Ja, also ich bin Johannes Hauer, ich bin aktiv in Translib, im kommunistischen Labor im Leipziger Westen. Und 2 Minuten sind sehr wenig. Ich würde es vielleicht einfach kurz so umreißen, meinen Standpunkt dazu. Materialismus klang ja schon an, also mein Gesellschaftsbegriff sozusagen ist ein materialistischer und versteht eben Gesellschaft als ein Prozess des Stoffwechsels mit der Natur und im Ausgang eben von Marx und einer ökosozialistischen Kritik gehe ich davon aus, dass der Kapitalismus oder die kapitalistische Form, in der dieser Stoffwechsel organisiert ist, derzeit einen unheilbaren Riss in diesem Stoffwechsel der Natur erzeugt. Und das heißt eigentlich mit einem anderen, quasi Marx-Zitat gesagt, die Gesellschaft, in der wir leben, hat die Tendenz, ihre eigenen Grundlagen zu untergraben und zu ruinieren. Und also die Springquellen allen Reichtums, den Arbeiter und die Natur, wie Marx es im Kapital sagt. Und ja, ich denke, das sehen wir halt auch vor unseren Augen. Das ist halt nicht nur eine abstrakte These oder so, sondern wir sehen halt ganz deutlich heute auf der einen Seite den Klimawandel, der halt von Jahr zu Jahr zu neuen Rekorden die Temperaturen steigen lässt, neben vielen anderen Krisenerscheinungen. Auf der anderen Seite sehen wir halt staatliche Repräsentanten dieser Wirtschaftsordnung, die eben von Gipfeltreffen zu Gipfeltreffen nichts Effektives dagegen unternehmen und massive Kapitalinteressen, die im Hintergrund stehen und dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Und ich denke halt, eine Perspektive, die wir heute brauchen, ist eben vor allen Dingen die Notbremse zu ziehen, also diese Tendenz der Gesellschaft, in der wir leben, halt zu stoppen und eine grundsätzliche Transformation unserer gesellschaftlichen Produktion und Konsumption in einem globalen Maßstab anzustrengen. Und was ich dabei eben für zentral halte und was mich, denke ich, auch dann eben mit der Degrowth-Bewegung, von der ich eben viele Sachen sehr sympathisch finde erstmal, was mich da mit denen in Konflikt bringt, ist eben, dass ich glaube, dass das Ganze sehr antagonistisch abgehen wird, weil es eben darum geht, sehr mächtige Kapitalinteressen und dann eben auch, wie sie von staatlicher Seite garantiert werden, militant
anzugreifen. Und es geht eben nicht darum, meiner Meinung nach, eine Art alternative Gesellschaft neben der bestehenden Gesellschaft zu errichten oder sowas, also in Nischen zu denken beispielsweise, weil ich glaube, dass, ja, wie es schon gesagt wurde, das Kapital naturalisierende Tendenz hat. Das heißt, wir haben nur diese eine Erde und die ist bereits im Privateigentum des Kapitals. Und was wir machen müssen, ist eben, wir müssen das ändern und wir müssen als Menschheit sozusagen, als Gattung, einen anderen Umgang mit diesen Produktionsmitteln der Erde finden. Damit würde ich vielleicht... So, das Punkt. Mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Damit würde ich überleben zu Friederike. Das ist sonst nicht so, aber ich verweise mal darauf, dass ich politisiert bin eigentlich oder aktiv wurde in der Anti-Atom- und damit ja in der Umweltbewegung. Meine ersten Demos 1980, damals gab es natürlich keinen Ort in Niedersachsen, in dem kein Endlager geplant war, deshalb konnte man überall aktiv werden. Und von Anfang an eben feministische Bewegung und, glaube ich, also sozusagen in der Vielheit der sozialen Bewegung der 80er Jahre, weshalb mich begleitet hat, viele Herrschaftsverhältnisse immer zusammenzudenken. Und in den 90er Jahren von der zapatistischen Solidarität ausgehend habe ich die Globalisierungsbewegung mit aufgebaut, war sehr aktiv in People's Global Action, das heißt eine Vernetzung von globalen Basisbewegungen, die damals von denen eigentlich wirklich die Gipfelproteste, die Bewegung ausging und die eben wirklich sozusagen die Marginalisiertesten dieser Welt eben sich verknüpft haben und gleichzeitig auch wiederum alle Herrschaftsverhältnisse einschließlich Kapitalismus natürlich scharf abgelehnt haben. Das sind so wahrscheinlich entscheidende Sachen, die mich geprägt haben. Ich bin sowohl freie Wissenschaftlerin als auch Aktivistin und Autorin und der rote Faden in meinen Büchern ist eben genau das, Ökonomie zusammenzudenken mit anderen Herrschaftsverhältnissen, ohne das als Hauptwiderspruch zu verstehen, sondern zu sehen, dass Menschen immer wieder dazu neigen, Privilegien bewusst oder unbewusst aufzubauen, zu verteidigen. Und ich denke, das ist auch ein großes Problem in der Umweltproblematik, auch mit dem Anthropozentrismus, in der viele von uns eben sozusagen gelernt haben zu leben. Und mein neuestes Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, heißt Ausgetauscht, warum gutes Leben für alle Tauschlogik frei sein muss und ruft dazu auf, sozusagen wirklich ökonomisch durchzudenken, weil das einerseits bedeutet, man kann nicht so tun, als könnte man gegen die Marktstrukturen demokratisch anregulieren. Und wenn man es könnte, wäre es immer noch Blödsinn, weil die Marktstrukturen immer in die falsche Richtung gehen. Und zum anderen aber auch zu zeigen, dass vieles nicht an Herrschaftsverhältnissen und Leid aufgehoben wird, wenn man einfach die Produktionsmittel verstaatlicht, sondern dass es eben wirklich eine ganz andere Form von Wirtschaften braucht, ein kommensbasiertes, tauschlogikfreies, nach Bedürfnissen und Fähigkeiten, wie Marx es treffend genannt hat. Ja, und dafür ist es wichtig, andere Logiken aufzubauen und so wie Vinia Lamschak das mit ihrem neuen Buch beziehungsweise Revolution auch sehr schön darlegt, zu begreifen, dass es immer wieder Zäsuren geben wird, dass wir nicht vor der Frage stehen, ob Revolution oder nicht, weil die geschehen sowieso, die sind nie planbar, aber es kommt eben darauf an, was hinterher passiert und dafür müssen wir vorher tätig werden. Okay, ich bin Jan-Felix Thon. Ich bin aus einem marxistischen Elternhaus. Genau, mein Vater war in einer Fabrik, das war für mich klar, das werde ich nicht. Ich bin Gärtner geworden nach dem Abitur, Gemüsebau, Meister gemacht und dann sind wir hier in Taucha gelandet, haben die Gemüsekooperative und Kommune Rote Beete gegründet. Genau. Weil ich auch nicht Chef sein wollte, wie ich es in meinem Betrieb erlebt habe, oder Angestellter, genau, so ein Kollektivbetrieb, ist auch spannend, hat seine Tücken aber auch. Genau, wir haben Gemüse jetzt bisher für 180 Menschen da, oder Anteile hier in Leipzig produziert
Und jetzt gab es auch Diskussionen, oft ist Überforderung in diesem Betrieb, wir haben viele Ziele, viele Ideen, die wir nicht verwirklichen können, etc. Und da habe ich gesagt, es gab jetzt noch andere Initiativen, die auch neu so was hier in Leipzig bei uns vor der Haustür gründen wollten, ob man einen Verbund macht, einen größeren kooperativen Zusammenschluss. Das war nicht mehrheitsfähig, die wollten jeder ihre kleine idyllische Gärtnerei und Betrieb. Und dann kam 2-3 Monate später die Kirche und hat gemeint, hier, wir haben 40 Hektar Land und wollen die neu verpachten. Die Convis, Agrar-Großunternehmen, ist irgendwie, finden wir nicht mehr so toll. War gerade, kurze Rede, langer Sinn. Wir sind jetzt am Planen für eine Kooperative auf dieser Fläche. Die wird, eine solidarische Landwirtschaft, wo eben ein Kollektivbetrieb selbstverwaltet, zusammen mit den Mitgliedern. Wir wollen dann 1000 Anteile, also vielleicht, 3000 Menschen versorgen, je nachdem, in Leipzig, Halle. Und das ist eine Größenordnung, die es so jetzt noch nicht gab, die auch sicher sehr herausfordernd ist. Und kann man nochmal drüber diskutieren. Die Idee dahinter ist halt auch aus dieser Überforderung und teilweise prekären Situation, wie wir es in diesem kleinen Betrieb erlebt haben, die wir sind ja nicht im luftleeren Raum, wir sind im kapitalistischen Rahmenbedingungen auch mit so einem Kollektivbetrieb, das ist uns klar, aber das, was wir jetzt in Seelis machen, ein bisschen aus der Nische rauszuholen, aus diesem oft belächelten Hippie-Freak-Dasein, nochmal auf eine andere Ebene mit modernen Betriebsstrukturen, mit 30 Menschen, die sich im Kollektiv organisieren, mit da auch andere gesellschaftliche Schichten anzusprechen und zu zeigen, dass das halt auch bestimmte gesellschaftliche Relevanz haben kann und ja auch eben Dinge verwirklichen, gerade so die Selbstorganisation mit den Mitgliedern zusammen. Das muss man pflegen, das braucht auch Arbeit. Das fiel bei uns oft hinten runter, wenn halt das Unkraut wuchs, dann war die nächste Vollversammlung dann irgendwie so ein bisschen träge für alle. Genau, so Sachen, dass man da nochmal weitere Schritte hin zu einer Utopie, wie man sich gemeinsam organisieren kann und die Produktionsmittel irgendwann insgesamt vergesellschaften. Das ist so ein bisschen, wo dann auch mein Vater sagt, naja, okay, ist nicht ganz schlecht, was du machst. Ja, mein Name ist Ulrich Schuster, ich komme vom Roten Salon, im Umfeld, eine Veranstaltungsgruppe im Umfeld des Con Island. Der Zugang zu dem Thema ökologische Bewegung, Konsumkritik ist tatsächlich einer der Distanz, weil der Hintergrund des Con Islands und des Roten Salons eher einer ist, der aus der Antifa-Bewegung kommt, vielleicht auch, also einige der Leute, die dort aktiv sind jetzt, so was unter dem Label Antideutsch formiert oder Antinationale Linke und die schon immer einen relativ kritischen Bezug dazu hatten. Und die Frage ist natürlich, wie kommt man dann überhaupt zu so einem Thema, sich zu so einem Thema zu äußern? Bei uns war es tatsächlich so, oder bei uns ist es so, dass wir uns mit Themen beschäftigen, die aktuell relevant sind, die aber schon eine lange Geschichte linker Beschäftigung haben und wir uns diese Themen angucken oder diese Positionen der Linken angucken. Mit dem Hintergrund, müssten die Positionen anders sein? Waren die in der Vergangenheit falsch? Und so sind wir auch auf das Thema Ökologiebewegung gekommen. Das fing an, dass jemand einen Text interessant fand von Harald Lemke über die kritische Esskultur oder eine kritische Theorie der Esskultur. Und wir den gelesen haben und der Text war tatsächlich, man kann sagen, ein linksradikaler, antikapitalistischer Text, gewürzt mit allem, was die linke Theorie der Vergangenheit zu bieten hat, von Adorno über Foucault bis natürlich Marx, und wir uns gefragt haben, wie relevant das für uns ist, und dann aus dieser Auseinandersetzung mit dem Text entstand eine Veranstaltung mit Thomas Ebermann, einem der ersten Gründergeneration der Grünen, mit der zum linken Flügel gehört hat, zum antikapitalistischen, über Konsumkritik, und das war sozusagen der Beginn, dass wir dann uns überhaupt mit solchen Sachen beschäftigt haben und eine Position dazu entwickelt haben. Die Position, das habe ich schon angedeutet, ist eher eine der Entfernung, der Kritik, der des Nicht-Mitmachens, und wenn man sie zusammenfassen
kann dann vielleicht mit zwei Punkten, die sich von dem, was hier in der Veranstaltungsreihe auch geäußert wurde, stark unterscheiden. Der eine Punkt ist, bei den Veranstaltungen, die gelaufen sind und bei einigen, die auch hier sitzen, ist die Kritik an der ökologischen Bewegung vor allen Dingen immer gewesen, zu sagen, sie ist wenig erfolgreich, sie müsste radikaler sein, sie müsste mehr ihre Ziele durchsetzen, vielleicht müsste sie auch antikapitalistischer sein. Unsere Position oder meine Position ist eher die, sie ist ziemlich erfolgreich, sie setzt sehr viel um, sie ist politisch anerkannt, sie kann politische Ziele in der Regierungspolitik verankern, es passiert etwas, viele Leute finden das gut und machen mit. Also eher eine andere Betrachtungsweise. Und der zweite Kritikpunkt ist eher, richtet sich eher auf das, was dann tatsächlich auch passiert. Und wäre eher zu sagen, ist nicht die Ökologiebewegung ein klassenspezifisches Phänomen, was eher zu einem privilegierten, sich derzeit eher im Aufsteigen, gesellschaftlich am aufsteigenden Segment der Gesellschaft zuzuordnen ist, und was mit den Praxen, die dort vonstatten gehen, in gewisser Weise soziale Ungleichheit reproduziert, vielleicht auf einer eher kulturellen Ebene. Und ist es nicht auf dieser Ebene so, dass, oder ist, wenn man sich anguckt, was passiert über Ökologiebewegung und Konsumkritik, ist es nicht so, dass dieser Wirkungsgrad, den diese Bewegungen haben, eher ein ganz funktionales, ein ganz produktives Moment innerhalb der kapitalistischen Transformation haben, die gerade stattfindet? Also ist es nicht so, dass es gewissermaßen produktiv ist, was da geschieht? Selbst bis hin zu diesen radikaleren Forderungen der Bewegung und den praktischen Ansätzen. Und müsste man nicht eher gucken, wenn das so ist, was daran problematisch ist, inwiefern damit vielleicht auch Hierarchien einhergehen oder gesellschaftlicher Druck, der auf die Individuen den Individuen aufgelastet wird. Das wäre eher die Perspektive, die wir in unseren Diskussionen im Roten Salon und ich in der Veranstaltungsreihe eingenommen habe. Und damit haben wir eigentlich auch schon so die erste Frage, die wir diskutieren wollen, angerissen, nämlich was überhaupt die dringlichste Kritik wäre, die Natur- oder Umweltschutzbewegung entgegenzubringen ist und was man auch einer Degrowth- und Postwachstumsbewegung kritisieren sollte oder müsste oder könnte. Und inwiefern sich eigentlich die Akteure auch darüber bewusst sind. Und die Translab hat ja 2014 ein ganz interessantes Papier geschrieben zur Degrowth-Konferenz, die damals hier in Leipzig war. Und vielleicht, Johannes, willst du damit anfangen, was du glaubst? Ja, also genau. Das ist eine interessante Frage, aber ich würde sagen, das ist eigentlich, also ich würde die Frage in Frage stellen, also ich würde eigentlich sagen, dass die erste Frage sein müsste, wie die Naturverhältnisse dieser Gesellschaft geschaffen sind und was wir daran kritisieren müssen. Und dann ist eigentlich noch eine abgeleitete Frage, welche von diesen Kritiken vielleicht zutreffend sind oder nicht. Und jetzt das Ganze so aufzuziehen als eine Kritik der Ökologiebewegung, finde ich, also zäumt das Pferd so ein bisschen so von der falschen Seite eigentlich auf. Und genau, also wir haben damals angefangen, dieses Papier geschrieben, eben mit einer recht auch relativ polemisch gehaltenen Kritik der Degrowth-Bewegung, die halt einige von den Momenten enthält, die ich jetzt auch in meinem kurzen Statement angerissen habe. Aber ja, ich glaube, ich würde das heute so nicht mehr machen, sondern eben viel stärker fokussieren auf die wirklichen ökologischen Probleme und dann eben im zweiten Schritt erst schauen auf die Defizite von Antworten darauf. Also weil das sind ja Antworten auf reale Probleme und nicht irgendwelche Phantasmen oder Ideologien, die einfach nur so sich die Leute halt ausmalen aus irgendwelchen subjektiven Bedürfnissen. Und ich glaube, das haben wir damals unterschätzt, ja. Und ich würde das jetzt vielleicht nicht nochmal alles wiederholen. Das kann man eigentlich ganz gut nachlesen im Internet. Da geht es halt so um sowas wie den Wachstumsbegriff, dass wir den halt einfach zu unbestimmt fanden, ja, dass wir halt eben genau, dass uns dieser antagonistische Charakter der Bewegung gefehlt hat, dass wir die pluralistische Diskussionskultur, die es da gab, halt nicht befriedigend fanden, weil wir eben den Eindruck hatten, dass es dazu führt, dass
eben kein Fortschritt in der Diskussion entsteht, sondern einfach nur eine Vielfalt nebeneinander gestellt wird und das als die größte Stärke ausgegeben wird. Solche Sachen, aber sowas zum Beispiel finde ich jetzt eigentlich ja, eher nebensächlich in Anbetracht eben von den realen ökologischen Problemen, die wir halt haben. Ja. Dem kann ich mich vielleicht weitgehend anschließen. Also klar ist Ökologie, ökologischer Habitus, sage ich jetzt mal, irgendwie heute ein Distinguierungsmerkmal für Mittelklasse, wobei ich nicht sehe, dass sie aufsteigt, nebenbei gesagt. Aber das macht ja eben, wischt ja nicht die Probleme weg, sondern das Problem ist gerade, dass es zwar die Chance ist, denke ich, was ja der Hambacher Forst vielleicht auch zeigt, dass es ein Thema ist, womit man viele Menschen erreicht und dann auch wieder tiefer gehen kann und andere Themen mit ansprechen kann. Also dass es wirklich antikapitalistische Haltung ist, dass die Menschen im Hambacher Forst was anderes leben. Das ist bei ganz, ganz vielen angekommen. Und da ist das Umweltthema, glaube ich, eine große Chance. Aber zu sagen, die Umweltbewegung, mein Kritikpunkt Nummer eins ist, dass sie zu erfolgreich ist, das kann ich nicht nachvollziehen, weil es zwar Erfolge gibt, aber die ja eben angesichts der tatsächlichen ökologischen Entwicklung immer nur relativ sind und nicht absolute, wirkliche Erfolge sind. Und das eben tatsächlich das Problem ist. Und das große Teile der Umweltbewegung nicht sehen, wobei ich die Degrowth-Bewegung da ausnehmen würde. Also die Degrowth-Bewegung ist natürlich eine große Vielfalt, aber die expliziten VertreterInnen, die auch hier mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie eine tolle Basis in Leipzig haben, haben da doch eine deutlich sehr antikapitalistische, aber auch sehr alle Herrschaftsverhältnisse im Blick nehmende und was weiß ich, Haltung, denen ich das garantiert nicht vorwerfen könnte. Und ein anderer Kritikpunkt, dass es gesellschaftlichen Druck auf Menschen ausübt. Ja, also auch nach Tschernobyl gab es zum Beispiel einen Ausdruck, ich weiß nicht, ob er von ihr war, aber jedenfalls kenne ich ihn über Irmgard Schulz, des Tschernobyl-Muttertiers, wo eben sozusagen auf tendenziell weibliche Wesen eben die Verantwortung jetzt abgeladen wurde, dass die Kinder und die Familie ja auf gar keinen Fall Strahlung aus Tschernobyl abkriegen und dann eben sozusagen dieser ganze gesellschaftliche Druck auf insbesondere Frauen abgeladen wird. Aber mir ist doch immer noch jemand lieber, Mittelklasse oder nicht Mittelklasse, der die irgendwie bewusst hat, dass man bestimmte Sachen aus ökologischen Gründen einfach nicht machen sollte, als wenn jemandem das scheißegal ist. Du direkt, oder? Mir ist das egal. Naja, mich würde noch interessieren, also wir reden ja im Endeffekt darüber auch, was sind überhaupt Chancen, aber was sind auch Grenzen und so Risiken, um das mal in diesem Muster zu sagen, von dem individuellen Handeln. Und ich weiß nicht, Ulrich, du hast ja relativ stark kritisiert, dass vielleicht die Chancen vielleicht nur ganz eingeschränkt oder gar nicht existieren, aber eigentlich ganz andere Prozesse, die es zu kritisieren gilt, dort im Vordergrund stehen. Vielleicht magst du die noch ausformulieren. Eigentlich nicht, also eigentlich nicht jetzt, sondern eigentlich würde ich schon gerne noch was zu der Kritik sagen, weil ich habe sie ja am Anfang nur in diesem kurzen Statement angedeutet. Und ich glaube, dass man das vielleicht noch ein bisschen mit mehr Substanz füllen sollte, damit man weiß, was ich damit meine. Und weil jetzt eben da schon darauf reagiert wird, finde ich das jetzt erstmal den besseren Zug. Ich glaube, also es geht nicht darum, ökologische Probleme zu leugnen. Das vielleicht noch vorneweg. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes, sondern die sind da. Aber die Frage, die man sich stellen kann, ist, welche sozioökonomische Einbettung ist überhaupt eine Voraussetzung dafür, dass man diese Probleme so wahrnehmen kann, dass man sich vielleicht entsprechend verhält, dass man das zu seiner politischen Agenda macht. Das wäre eine Frage, die man sich stellen kann. Wenn man sich Untersuchungen anguckt, und ich beziehe mich dabei ja vor allen Dingen auch wenn ich sowas wie eine soziologische Klassenanalyse hier anführe, vor allen Dingen auf dieses Reckwitz-Buch, die Gesellschaft der Singularitäten,
dann wird dort davon gesprochen, dass es diese Drei-Klassengesellschaft gibt. Das wird von mehr oder weniger anderen Soziologen ähnlich gesehen. Und dort wird davon gesprochen, dass wir eine neue aufsteigende Mittelklasse haben, die vor allen Dingen in den ökonomischen, den Kreativ- und Wissensökonomien angesiedelt ist, dass dort zum großen Teil die Besserverdienten sind, aber vor allen Dingen die Bessergebildeten, also mit akademischer Bildung, dass diese Klasse von ihrem Sozialprestige her und von dem ökonomischen Entwicklung her in den letzten Jahrzehnten aufgestiegen ist, also der Punkt ist vor allen Dingen so die 70er Jahre, während die alten Mittelklassen, also vor allen Dingen die alten, also das, was Industrieproletariat ist, Industriearbeiter, kulturell eher eine Abwertung erfahren haben, nicht unbedingt materiell, also noch teilweise selber ganz gut verdient, aber deren Werteorientierung an der Mittelklassegesellschaft ist nicht mehr so angesagt. Man könnte auch sagen, die Bratwurstkultur ist eher am Absteigen begriffen. Und wir haben als letzte Klasse in dieser Gesellschaftspyramide oder in dieser Gesellschaftsstruktur das Prekariat. Diejenigen, deren Alltagsmodus vor allen Dingen darin besteht, Probleme zu lösen, die in Dienstleistungsjobs arbeiten. Innerhalb dieser Klassenverteilung sind ökologische Werte oder ein Bewusstsein für ökologische Werte, für das gute Leben, was gekoppelt ist, auch an eine gesunde Umwelt, an Engagement dafür, vor allen Dingen in der oberen Klasse vorhanden. Das lässt sich sozusagen nachweisen. Gleichzeitig ist es aber so, dass in dieser oberen Klasse der größte ökologische Fußabdruck produziert wird. Das lässt sich auch nachweisen. Das geht bis hin zu den Anhängern von Decro. Wenn die gefragt werden, ob die fliegen, dann haben die ein schlechtes Gewissen. Und antworten entweder wahrscheinlich nicht ehrlich, beziehungsweise antworten so, dass sie öfter fliegen als diejenigen, die nicht eine akademische Bildung haben, vielleicht nicht im Ausland studieren etc. Aber die in diesem oberen Klassensegment sind also Teil dieser Ökologiebewegung, und ich glaube, das stimmt zu großen Teilen auch für die Linken, dass das die Bessergebildeten sind, die in Zukunft mehr Chancen haben, auf diesen neuen Märkten der Ökonomie einen Job zu haben, wenn die Entwicklung so weitergeht. Diejenigen sagen aber nun denjenigen, denen es kulturell vielleicht, die nicht ganz so anerkannt sind, wo vielleicht auch die Jobs in Zukunft noch mehr wegfallen werden, weil Industriejobs in diesen weiterentwickelten Ländern wegfallen werden, die sagen denen jetzt, wie sie sich verhalten sollen. Und das hat eine soziale Schieflage. Das ist meiner Ansicht nach sozial nicht gerecht. Und aus diesen zwei Punkten, zum einen, weil man denen sagt, weil man mehr zu sagen hat und denen sagt, wie sie sich verhalten sollen, und zum anderen, weil die Bedingungen überhaupt nicht stimmen oder nicht gleich sind, wie man zu solchen Fragen wie Ökologie überhaupt kommen kann. Also wenn man über Bildung nachdenkt beispielsweise. Und der zweite Punkt meiner Kritik ist, dabei bleibt es nicht. Wenn man Reckwitz insoweit ernst nimmt, also den Soziologen Reckwitz, dass wir seit den 70er Jahren sowas wie einen postmaterialistischen Wertewandel erleben und in diesem postmaterialistischen Wertewandel ist das Streben nach dem guten Leben wichtiger geworden. Selbstverwirklichung ist ein ganz wichtiges gesellschaftliches Ziel geworden. Und dazu gehört eben auch sowas wie ein ökologisches Bewusstsein, ethischer Konsum, eher nachhaltig zu leben. Und das wird einer dieser Leitwerte und gehört zu einer Gesellschaft, wo man sich, wenn man irgendwie zu dieser aufstrebenden Mittelklasse gehört, die ganze Zeit selbstverwirklichen will, besser leben will, das bessere Urlaubserlebnis, den besseren Job, mit dem man mehr anfangen kann, den nachhaltigeren Konsum und sich dabei die ganze Zeit mit seinen Nachbarn vergleicht oder mit den Angehörigen seiner Klasse, dann kann das natürlich auch Enttäuschung produzieren. Das heißt, dieses Streben nach dem guten Leben und die Einbettung in diese, ich sag mal, so eine Selbstverwirklichungskultur ist ja nicht garantiert, dass es auch funktioniert, weil das machen ja die Angehörigen der gesamten Klasse, in der man lebt. Insofern kann das Enttäuschung produzieren und der Druck, den wir meiner Ansicht nach schon heute erleben, in dem die ganze Zeit wir dazu aufgefordert sind, unser Konsumverhalten zu ändern, gesund zu leben, der lässt sich meiner Ansicht nach ohne Probleme in die Entwicklung, das, was wir früher mal neoliberalen Kapitalismus gesagt haben, was wir neoliberalen Kapitalismus genannt haben, also in eine Anpassung der Marktsubjekte an die herrschenden Konkurrenzverhältnisse, da lässt sich das wunderbar einordnen.
Das wäre dieses Element des Drucks. Also es gibt meiner Ansicht nach diese zwei Aspekte. Zum einen diese soziale Ungleichheit, zum anderen dieser marktkonforme Druck, der über solche Diskurse, sage ich mal, ökologische Nachhaltigkeitsdiskurse auf die Menschen ausgeübt wird. An der Stelle vielleicht einen Punkt zu machen. Jan, was glaubst du? Es wurden so die persönlichen Motivationen angesprochen, auch was für ein Klientel das dahinter steht. Bei der kooperativen Landwirtschaft, wer bestellt da diese Ökokiste, beziehungsweise wer bringt sich da wie ein? Was würdest du sagen, sind da die Motivationen und die Backgrounds dahinter? Würdest du das so bestätigen? Also genau, bei unserer Marktforschungsanalyse ist natürlich das sozial-ökologische Milieu die Gruppe Nummer 1, die für sowas in Frage kommt, und da ist, gebe ich dir recht, das ist natürlich die gebildete Mittelklasse, also akademisch etc., auch selbst bei der Roten Beete, wo noch ein bisschen, sag ich mal, Roots-Freakshow-Charakter teilweise ist, also die noch nicht so durch, wie, also 2.0, wie wir das jetzt vorhaben, sondern die noch ein bisschen Impro und so, sind trotzdem eigentlich alles Akademiker, das ist richtig. Und das wäre für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, genau, also wenn die Ökologiebewegung zum Großteil, die Akteure, die wir hier sind, ja schon kapitalismuskritisch per se sind, das finde ich ja schon wichtig, das kann man nicht, finde ich, nicht von allen Ökologiebewegungen, selbst den Konzeptwerk hier in Leipzig kenne ich auch einige Leute, mit denen ich bei uns auf dem Acker schon viel drüber diskutiert habe, ob es jetzt grundlegend am Kapitalismus oder nicht hängt oder nur eine Ausformung, diese Ausgestaltung, Wachstum, Bremsen etc. Also das finde ich erstmal der erste Punkt, dass man da grundlegend den Kapitalismus, und dann kritisiert ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es hier da für so einen Wandel eine Basis zu kriegen von Menschen, die das teilen und begeistern, die zu begeistern, dass wir hier was ändern müssen. Und da ist klar ein Ding, dass wir jetzt nicht in der Arbeiterklasse verwurzelt sind als solidarische Landwirtschaft. Wir haben jetzt für uns, für das neue Projekt zwar auch auf dem Schirm, okay, wir wollen Infoveranstaltungen nicht nur in der Food Coop oder in irgendwelchen Hausprojekten machen, sondern halt auch bei der Uniklinik, bei Amazon, bei, ne? Dass man auch versucht, an so Leute aus normalen, aus Betrieben etc. ranzukommen. Und dann finde ich aber trotzdem, werden wir wahrscheinlich, der Beitrag, den jeder bezahlt bei uns, den kann jeder festlegen nach seinen finanziellen Möglichkeiten. Und selbst bei der Roten Beete, wo wir jetzt Gemüse produzieren, muss man sagen, ist es auf jeden Fall günstiger, als wenn du im Bioladen gehst. Also es ist schon mal... ich finde es auch gut, dass Leute sich Bio-Gemüse leisten können, die sonst das vielleicht nicht könnten. Und also theoretisch ist es möglich, da Leute mit zu begeistern, sag ich mal, oder einzubinden aus prekäreren Verhältnissen. Aber dürfen wir uns nichts vormachen, das wird trotzdem der kleinste Teil wahrscheinlich auch in unserem neuen Projekt sein. Und da sage ich aber auch, dass ich trotzdem das für wichtig und erstrebenswert halte, wenn wir hier in Leipzig schaffen von diesem neuen Projekt, wenn da vielleicht, weiß nicht, lass es 100 Leute sein, die rauskommen und einfach irgendwie einen Aha-Effekt haben und sagen, okay, Kollektivbetrieb, hier ist kein Chef und das funktioniert, und ne, die vorher halt zwar öko, toll, und hier ihren, was weiß ich, Arztjob oder was weiß ich, aber das ist trotzdem ja auch... dass da was passiert. Genau, und ich bin der Meinung, nur über theoretische Diskurse oder so weiter erreicht man ja auch nicht direkt die Arbeiterklasse. Also ich denke, insgesamt auch der Lesekreis, auch die solidarische Landwirtschaft oder was auch immer, hat alles so seinen Teil, was jeder das, wo er sich halt beschäftigt mit und einbringen kann, ist wertvoll. Ja, und vielleicht oftmals wäre es noch die Kombination davon, dass man sich mal zusammen auch, weil bei uns oft das Theoretische, bla, dass man noch mehr Input oder Veranstaltungen machen könnte, fällt hinten runter. Und was weiß ich, bei meinem Vater, der im Betrieb da gewerkschaftliche Organisation arbeitet jahrelang, der,
Da fehlt irgendwie der spannende Moment, wo die Menschen irgendwie interagieren, mal was zusammen, auch mal irgendwie Freizeit, Happening, Erlebnisse, Zwischenmenschliches. Also irgendwie, genau, denke ich manchmal, ist das, dass man nicht nur so, aber ja, es ist alles auch ja irgendwie Überforderung in diesem ganzen Alltag. Ja, ich würde gerne noch was sagen zu dieser ganzen Diskussion um den Klassencharakter von Ökologie und so. Also das scheint mir wirklich sehr schief zu sein eigentlich. Also weil das jetzt ein bisschen so klingt, als wäre das so ein Luxusproblem, das eigentlich vor allem eingesetzt wird, also um sich auf einem Markt zu behaupten. Und als würde es eigentlich die quasi niedrigeren Segmente der Klasse nicht interessieren. Und aber in einem globalen Maßstab stimmt es nicht. Also wenn man guckt, in welchen Ländern die Bevölkerung am meisten Angst haben vor dem Klimawandel, dann ist das Burkina Faso. Das ist eines der ärmsten Länder der Welt. Dagegen hat sich jetzt eben ab 2008, so wie Naomi Klein es in ihrem letzten Buch gezeigt hat, gerade in den USA als einer der reichsten Länder ist also ein massiver Absturz ergeben in der Bevölkerung, also in den Prozentzahlen derer, die an den Klimawandel glauben. Und da, wenn man dann innerhalb der USA nochmal binnendifferenziert, sieht man halt, dass gerade die wohlhabenden Segmente weiße alte Männer halt am wenigsten an den Klimawandel glauben. Und es sind eben zufällig auch die, die am meisten zu verlieren haben durch eine ökologische Transformation und auch diejenigen andererseits, die sich am besten eben schützen können vor dem Klimawandel. Während es halt gerade die ärmsten Segmente der amerikanischen Gesellschaft halt sind, zum Beispiel wie das bei den Tropenstürmen in New Orleans oder auch bei Sandy dann in New York gesehen wurde, das sind halt gerade zum Beispiel schwarze proletarische Viertel, die halt dann nicht wieder aufgebaut werden, nachdem da der Hurricane durchgegangen ist und die dann halt obdachlos sind und verdrängt werden. Und insofern ist also dieses Gegeneinandersetzen von sozial und ökologisch meiner Meinung nach wirklich eine Sackgasse, weil es also weder sozusagen empirisch die Bewusstseinslagen jetzt global abbildet, noch eben die realen Tatsachen. Also das ist eben kein Luxus, Wasser zu haben, Nahrung zu haben und so weiter, die aber alle durch den Klimawandel eben massiv gefährdet sind. Und eben gerade die verletzlichsten Populationen sind eben auch die ärmsten. Und deshalb würde ich eben gerade sagen, aus einer sozialistischen Perspektive, aus einer Klassenperspektive, ist Ökologie was, was gerade für diese Leute relevant ist. Und es ist jetzt nicht nur was, was ich auf die projiziere, sondern ja, das Beispiel Burkina Faso, Bangladesch und so weiter, wo die Leute halt ihre Dörfer verlieren, weil die Ozeane steigen und in die Slums getrieben werden. Also die haben ein klares Verständnis davon, was da passiert. Und in Deutschland oder so ist die Situation sicherlich nochmal eine andere, aber ich denke, das sollte man schon so ein bisschen den Fokus öffnen und nicht in diese Falle tappen, sozial und ökologisch irgendwie gegeneinander auszuspielen. Ja, da kann ich auch nochmal gut anschließen, also bei People's Global Action oder auch, was dann nicht mehr so hieß, aber eben auf solchen Strukturen noch aufbaute, jetzt in Kopenhagen oder auch in Paris, war ich immer in Widerstandsaktionen mit eingebunden, wo zum Beispiel von Indigenen da die Aktionen passiert sind, weil es natürlich die Lebensräume sind, die ersten weg sind, ob das jetzt Kuna sind, deren Inseln bereits überschwemmen oder andere. Oder eben Fischer aus Philippinen, die nicht mehr fischen können. Was auch immer. Es sind ja, oder aus Bangladesch, wo die Leute eben sagen, wir sind ZwangsmigrantInnen, wir wollen nicht weg müssen, aber wir müssen weg, weil einfach unser Land überschwemmt wird. Also es sind die Marginalisiertesten und das stellt das natürlich nochmal auf den Kopf und es bringt eben das auch rein, was jetzt mit den Büchern Imperiale Lebensweise von Ulrich Brandt und Markus Wissen oder Stefan Lesser nächst neben uns die Sintflut jetzt auch nochmal sehr präsent gemacht worden ist und was hinter dem Gebrauch von Klassen, wenn ich das mit Schichten gleichsetze, auch so ein bisschen verschwimmt. Also ich bin super dafür, dass wir uns
absolut marxistische Theorie angucken, gucken, wie Mehrwert eigentlich verteilt wird. Und wenn ein Mensch das tut, dann ist man irgendwie immer so schon dabei, Kapitalisten sozusagen, aber ja, ich versuche dann eben zu sagen, Träger von Kapitalfunktionen, wie Michael Heinrich das zum Beispiel auch macht, und auf der anderen Seite Arbeiter, Beschäftigte, also sozusagen, wo kommt der Mehrwert her? Und dann habe ich aber auch gleich wieder Relationen mit drin zwischen produktive Bereiche, sind ganz anders profitabel und werden auch ganz anders entlohnt als reproduktive. Nationale Produktivitäten sind extrem unterschiedlich, weshalb es eben zu diesem imperialen Lebensweisen-Effekt kommt. Und da hat durchaus auch ein nördliches Proletariat was von. Das heißt, die Welt wird immer sehr kompliziert. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, das sich ökonomisch anzugucken, aber dann von Klassen zu sprechen, wenn eigentlich Schichten gemeint ist, hat manchmal so ein Bias für mich, dass ich Klassismus mit Kapitalismus verwechsle. Und dann sind die Arbeiter eben die Ausgebeuteten schlechthin und andere Herrschaftsverhältnisse werden doch irgendwie zu Nebenwidersprüchen und das ist eben nicht so, sondern Klassismus ist eins von verschiedenen Herrschaftsverhältnissen und Kapitalismus unterdrückt uns alle und die Natur geht auch bei drauf. Und das wirklich auseinanderzuhalten, finde ich analytisch sehr wichtig und hat natürlich auch entscheidende Folgen für politisches Handeln. Und ich meine, ich weiß auch, dass es sozusagen der typische Mittelklassenmensch, der ökologisch bewusst ist, immer noch mehr fliegt und mehr den größeren ökologischen Fußabdruck hat, aber das sind doch jetzt nicht unsere linksradikalen Öko-Bewegungen wie im Hambacher Forst oder so, das sind doch nicht wir, sondern es geht doch darum, zu gucken, was ist unser Weg, es anders zu machen, es besser zu machen, es so zu machen, dass die Gesellschaft wirklich transformiert wird. Und so in dem Bereich von Commons-Bewegung, von tauschstückfreier Bewegung, das hat wirklich nichts mit Wohlstand zu tun, das ist eigentlich eine Armutsbewegung, könnte man schon fast sagen. Da trifft diese Kritik nicht und ich würde dann bestenfalls hören wollen, sozusagen, was ist dann dein Weg? Und wenn du sagst, dich interessiert das Thema nicht, dann können wir es jetzt auch einfach mal abschließen und irgendwie die Diskussion so ein bisschen anders lenken, nämlich dahin, irgendwie, was wollen wir wirklich machen, wenn wir das Ökoproblem ernst nehmen. Genau, also was ich denke, was sich sehr gut gezeigt hat, ist ja, wie eben diese Verschränkung zwischen sozialer und ökologischer Krise sein kann. Und dass sie halt eben in einem Fall von, wenn wir uns die Praxis angucken und was man konkret machen kann, beim Hambacher Forst ja so ist, dass es offensichtlich eine Divergenz da gab. Also dass es auf der einen Seite eine soziale Bewegung gab, die den Hambacher Forst besetzt hat, beziehungsweise eher sozusagen für die ökologische, für eine ökologische Bewegung symbolisch stand. Andererseits aber eine Gewerkschaftsbewegung, die sich dem entgegengestellt hat, vorgeblich um der Angst um Arbeitsplätze. Dass wir aber andererseits an anderen Punkten eine Konvergenz haben, also zum Beispiel im Kötelwitz, das Dorf im Süden von Leipzig, was abgebaggert werden soll, da ist es sehr gut gelungen, gleichzeitig so eine Klimabewegung wie dieses Klimacamp zusammenzubringen mit den Leuten vor Ort, die in diesem Dorf halt eben abgebaggert werden sollen und dort wegziehen sollen. Und da gab es interessanterweise auch keine Gegendemos dagegen. Also man muss sich die Kontexte genau anschauen. Und offensichtlich spielt es eben auch eine Rolle, ob man das global oder national oder auch regional betrachtet und was für Widersprüche dort eine Rolle spielen. Was vielleicht für eine Praxis ganz interessant wäre und auch was man zukünftig anstreben kann, wie man solche Konflikte vermeiden kann. Also wie ich vermeiden kann, dass zum Beispiel Gewerkschafter gegen mich demonstrieren oder dass man, wie zum Beispiel in der Lausitz war der Fall, dass dort das Braunkohlekraftwerk besetzt wurde und die AfD mit den Bürgern davor demonstriert hat, nach dem Motto, die nehmen uns ja die letzten Arbeitsplätze weg, wenn wir die uns das Kraftwerk dicht machen. Also wie können wir sozusagen solche sozialen Probleme, solche sozialen Fragestellungen und die ökologischen Fragestellungen besser zusammenführen, wenn wir uns überlegen, was wir eigentlich machen könnten oder wollten? Also die soziale Bewegung und die ökologische Bewegung muss auf jeden Fall mehr zusammengehen.
Ich meine, wenn man sich das im Verhältnis zu diesen weltweiten Klimawandel und sonst was ökologischen Problemen anguckt, dann ist es natürlich wahnsinnig leicht zu beheben, dass diese Menschen einfach Geld kriegen würden, gut sozial abgefedert sind und damit das Problem aus der Welt wäre. Es wird nicht gewollt von oben, eben um an der Kohle festhalten zu können. Jetzt in Katowice, wo ich auch war, nicht in den Verhandlungen, aber sozusagen außenrum Leute treffen, ist dieser Begriff der Just Transition von uns geklaut worden, weil er jetzt nämlich dafür benutzt wird, zu sagen, ja, die armen Kohlearbeiterinnen, also wir würden ja gerne aus der Kohle aussteigen, aber wir wissen ja gar nicht, was wir damit machen können. Und deshalb können wir das jetzt nicht machen, wenn wir Just Transition machen wollen. Und da dürfen wir nicht drauf reinfallen. Und das heißt aber dann auch eben wirklich sozial im Ganzen denken. Also was würde das heißen, dass alle Menschen eine materielle Grundgeborgenheit vielleicht erstmal sozusagen in den gegebenen Grenzen, die wir nicht aufheben wollen, aber sozusagen das durchaus auch immer mitdenken und auch mit politisch mittragen, dass da was passiert. Ja, also ich würde halt sagen, ja, sozial und ökologisch, also erstmal ist es ja schon so, dass soziale Interessen geschützt werden, wenn man den Hambacher Forst nicht weiter abholzt, also nämlich eben halt die sozialen Interessen von letztlich allen und aber vor allen Dingen natürlich von denen, die besonders halt quasi an den Frontverläufen des Klimawandels leben. Abgesehen davon gibt es natürlich noch von den Lohnabhängigen dort besondere soziale Interessen, nämlich halt an ihrem Job, aber also insofern würde ich auch da sagen, das ist kein absoluter Gegensatz von sozial und ökologisch, auch in dem Fall nicht. Ja, und da würde ich auch sagen, ja, es ist natürlich nur im Kapitalismus irgendwie entsteht halt dieser absurde Widerspruch, ja, dass es halt jetzt sich dann als rational darstellt, dass die da ihr Zerstörungswerk quasi weiter verrichten müssen, weil ja in der Gesellschaft, in der eben diese Proletarität, die Unabhängigkeit dieser Leute, die Angewiesenheit auf einen schmutzigen Job nicht da wäre, wäre es halt auch kein Problem. Und ich denke halt auch mit gewerkschaftlicher Macht und einer breiten sozialen Bewegung und Öffentlichkeit im Hintergrund könnte man halt für die Arbeiter in den Kohlewerken auch gute Übergangslösungen so finden oder halt gute Pensionen oder keine Ahnung. Also das würde ich nicht sagen, dass das, wenn man sich mal die Profite der zum Beispiel auch Energieunternehmen anguckt, also die 10 profitabelsten, also Unternehmen auf der Welt sind eben Energie- oder Automobilkonzerne. Also die schöpfen Milliarden und Milliarden ab. Und warum soll es halt dann unmöglich sein, für einige tausend Arbeiter da eine gute Rente zu bekommen? Also das ist alles eine Frage von Machtverhältnissen letztlich, ob das möglich ist oder nicht. Aber ich sehe da keine absolute Grenze, die jetzt in der Natur der Sachen liegen würde, sondern eben das, was man an Forderungen dann durchsetzen kann. Was für ein Programm man quasi vertritt, das eben diese verschiedenen Aspekte vereint und welche Kräfte man dafür mobilisieren kann, denke ich. Und insofern, ja, würde ich das jetzt nicht so schwarz sehen. Und ich denke, es ist halt sehr kurzsichtig von den Gewerkschaften, dass sie diese Arbeitsplätze schützen wollen. Also ich denke, das diskreditiert sie halt einfach bei breiten Teilen der Bevölkerung, weil es gab ja einen großen Rückhalt eigentlich für die Bewegung Hambacher Forst auch. Also viel Sympathie dafür. Also das Soziale und das Ökologische zusammendenken, weil es eigentlich den Widerspruch nicht gibt. Ich glaube, dass man sich das da ein bisschen zu einfach macht, weil wenn wir uns angucken, was in Frankreich gerade passiert, und dann gehen diejenigen, die gegen die Benzinpreiserhöhung sind und gegen die Benzinsteuer auf die Straße, dann haben wir dort diesen Unterschied zumindest. Das heißt ja nicht, dass das einer ist, der sich nie lösen lässt, der nie zusammengeht, aber er ist de facto erstmal da. Und ich finde es auch, ich finde das jetzt, also vielleicht findet man eure Position mit sympathischer und vielleicht muss dann wirklich, kann dann jemand, der vom Roten Salon kommt, dann nicht mitdiskutieren, wenn es um die normale Lösung jetzt der ökologischen Probleme geht. Weil ich dann sagen würde, okay, ich werde mich an dieser Diskussion, kann ich mich nicht gut beteiligen, weil ich da keine Ahnung habe. Ich habe da bestimmte Hoffnung, dass das gelöst wird. Aber ich kann dazu nicht beitragen. Aber ich finde trotzdem, sollte man sich vielleicht die Kritik anhören. Und ich glaube, die Kritik zu sagen, sind vor allem die Bessergestellten, die so ein Bewusstsein entwickeln können und die dann Leuten, die kulturell und teilweise auch ökonomisch nicht so gut gestellt sind, erzählen, wie sie sich verhalten sollen, ist zumindest ein politisches Problem. Also wenn man das jetzt schon nicht als völlig strukturelles anerkennt, dann ist es auf jeden Fall ein politisches, weil man muss ja die Leute überzeugen,
dass die mitmachen, weil sonst wird es mit der Transformation nichts. Es sei denn, man denkt Transformation als Diktatur. Aber man muss Mehrheiten überzeugen. Und das Problem löst man auch nicht, wenn man spricht für die Marginalisierten in Burkina Faso. Weil, die sprechen ja selber. Ja, aber die sprechen selber. Die sprechen selber, aber die wollen keinen Kommunismus machen. Die wollen nicht, dass ihr Land überschwemmt wird. Die wollen nicht von den Folgen des Klimawandels überwältigt werden. Ich habe ja werden. Schon erwähnt, dass PGA aber antikapitalistisch waren, ganz klar. Diese Bewegungen haben ganz klar eine antikapitalistische Haltung. Ja, ich würde sagen, den meisten würde es reichen, wenn sie die Folgen nicht spüren, die negativen Folgen nicht spüren, wenn sie ein Leben in Wohlstand führen können. Und da sind wir dann beim nächsten Faktor, wo ich sage, da wird dieses ich spreche als Link, oder wie ihr das jetzt macht, ja, ich spreche im Namen der sozialen Gerechtigkeit und ich spreche dabei für die am ärmsten Betroffensten, damit ich nicht über die sprechen muss, die in meiner unmittelbaren Gegenwart sozusagen auf dem absteigenden Ast sind und denen es sozial vielleicht nicht so gut geht und die sich aber für Ökologie nicht interessieren. Deswegen spreche ich für die in der dritten Welt. Aber die aus diesen Ländern gerade ökonomisch aufsteigen, die definieren das als materiellen Wohlstand. Und die müsste mehr, wenn man das politisch denkt, ja auch noch überzeugen, dass die jetzt von ihren SUVs, die sie sich jetzt endlich leisten können, umsteigen und wieder aufs Fahrrad gehen. Und das ist zumindest politisch ein Problem. Ich finde, es ist aber noch mehr ein Problem, es ist auch ein Problem, was eine gewisse, also da steckt auch wieder so eine gewisse Hierarchie dahinter. Ja, und vor allen Dingen finde ich, dass sie hier dahinter steckt, wenn man hier zu den Bessergestellten gehört und dann den Leuten erzählen will. Und das macht beispielsweise imperiale Lebensweise ja ganz klassisch. Und dieses ILA-Kollektiv auch, in dem dort erzählt wird, also wir müssen, die Lebensweisen der Menschen müssen sich ändern. Das ist aber unterschiedlich. Vor allen Dingen müssen sich die Lebensweisen derer ändern, die in dieser Mittelstandskultur noch verankert sind. Diejenigen, die jetzt schon in solchen Kollektiven hängen, also sowas machen wie ihr jetzt Landwirtschaft, oder die vielleicht schon gegen Trump demonstrieren, weil er den Klimawandel leugnet, die sind schon auf der richtigen Seite. Die politische Programmatik, diejenigen, die sich ändern sollen, das sind die anderen. Das sind die Prollos, die sollen sich ändern, die sollen ihr Leben ändern. Und dann, das ist doch praktisch dann seine eigenen Flugreisen zu irgendwelchen Konferenzen zum Auslandsstudium, die findet man irgendwie weniger problematisch, aber wenn die zu McDonald's gehen, schlecht essen oder 100 PS mehr gut finden, dann will man denen das ausreden. Und ich finde, das ist erstens politisch nicht zielführend, also das wird politisch nicht gelingen. Man wird so die Mehrheit der Gesellschaft nicht von einer sozial-ökologischen Transformation überzeugen können, sondern man macht die sich zu Gegnern. Mehr noch, man treibt die zur AfD. Und das zweite Argument ist, es ist auch nicht gerecht, weil es einem selber besser geht, den anderen zu sagen, wie die sich verhalten sollen. Ganz kurz. Jetzt steuern wir jetzt so langsam auf unsere Stunde zu. Und ich würde gerne sozusagen, weil ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, vielleicht jedem nochmal die Chance geben, dazu was zu sagen. Ihr müsst es nicht als Abschlussstatement verstehen. Aber ich würde sozusagen vielleicht nochmal die Chance geben, jedem was dazu zu sagen und dann es auch fürs Publikum öffnen. Also ich hätte gesagt, ich erlebe Leute, die ökologisches Bewusstsein haben und die eigentlich immer sagen, wir müssen erstmal bei uns selber anfangen, bei mir selber. Das ist so, wo ich dann immer denke, das ist für mich eigentlich viel zu. Okay, das ist ein Schritt, aber insgesamt muss man das große Ganze im Auge behalten. Was ich eigentlich noch nie erlebt habe, und ich bin mit vielen ökologisch bewussten Menschen auf dem Acker, die viel ökologisch bewusster sind als ich oft, zusammen, dass sie über irgendwelche anderen Menschen, die es so schlecht machen, dass sie darüber gemotzt hätten. Das habe ich selten erlebt. Was ich aber schon als auch Gefahr, sag ich mal, sehen würde, ist so eine Vereinnahmung, ne, dass so kapitalistische Strukturen, zum Beispiel die Solarwirtschaft oder früher die Bio-Pioniere, die zuerst angefangen haben, irgendwelches Ökogemüse anzubauen, aus gutem Willen die Welt zu retten, das ist mittlerweile ein Riesen-Business. Und so gibt es das auch bei der solidarischen Landwirtschaft. Ganz klar, dass es vieles sich Solavi auf die Fahne schreiben und der da ist nichts mit Kollektiv oder da ist ein Chef, der seine Angestellten, Saisonarbeiter aus Bulgarien etc. ausbeutet und halt an den festen Mitgliederstamm vermarktet. Also diese Vereinnahmung und diese
Selbstoptimierung, dass man immer an sich selber ansetzt und dann hat man für nichts anderes mehr Zeit, geschweige denn irgendwie versuche irgendwie gesamtgesellschaftlich noch was zu verändern. Das finde ich ist ein Problem, und dass wir mit dem Ökologischen, habe ich vorher angedeutet, mit dieser Thematik eher in der akademischen Suppe schwimmen, sehe ich auch schwierig, wie man da aber immerhin ist es eine Möglichkeit, diese akademische Kreise zu erreichen und ein gewisses Umdenken Richtung oder Ideen bezüglich Alternativen zum Kapitalismus, dass man da nicht nur das Ökologische, sondern dass man auch weitergeht, das zu vermitteln. Und das finde ich daran die Perspektive. Und da wäre für mich jetzt die Frage, was kann man da machen? Und die andere Frage wäre, wie kann man aber auch an die anderen gesellschaftlichen Schichten, Klassen, Prekariat etc. rankommen, um insgesamt einen gesellschaftlichen Wandel, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber ja, habe ich jetzt auch nicht die Antwort. Also meine Kritik an dem Buch Imperiale Lebensweise ist zum Beispiel auch, dass es nicht ökonomisch durchdenkt und dann eben auch schwammig wird, wenn es darum geht, was sind wirklich Alternativen. Also genau da, wo ich sozusagen mit meinem Buch ausgetauscht und unter anderem bei dem Buch und bei den anderen Büchern ansetze und sage, wenn ihr es weiter durchdenkt und wenn man es ökonomisch durchdenkt, hat im Grunde auch Rosa Luxemburg schon vorgemacht, dann kommt man klar zu den Ursachen und dann kann man auch, dann muss man eben, dann darf man nicht vorher Halt machen, als zu sagen, es muss eine Gesellschaft geben, die ohne Markt, ohne Geld, ohne Tausch, ohne Handel funktioniert. Nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Genau wie Marx es gesagt hat, weil genau das war auch Marx' Position. Aber das heißt ja Lebensweise und nicht Lebensstil, weil sie sich davon abgrenzen wollen, dass es jetzt um das individuelle Handeln geht, sondern die Hauptaussage von dem Buch Imperiale Lebensweise ist ja gerade sozusagen diese Ambivalenz, in der wir alle stecken. Nämlich, dass wir in Strukturen stecken, die dazu führen, dass wir nicht wirklich ausbrechen können und dass es gleichzeitig aber auch nicht so ist, dass es nicht auf unser individuelles Handeln ankommt, dass es völlig egal ist, was wir individuell tun und wie ökologisch wir handeln. Und dass es eben sozusagen diese beiden Seiten hat, das ist eigentlich für mich die größte Stärke von dem Buch. Ja, nochmal, also ich bewege mich einfach in einer ganz anderen Szene, die auch sehr ökologisch ist und mit Wohlstand und wirklich nicht viel zu tun hat, deshalb bin ich so ein bisschen die Diskussion da müde, aber ich bin auch so ein bisschen erstaunt, wenn du dann sagst, ja, man muss denen sagen, sie sollen jetzt statt SUV wieder Rad fahren und du sagst, es ist ja immer ein Problem zwischen sozial und ökologisch, weil die Benzinpreise steigen dann. Ja, ich meine, das ist ein neoliberaler Lösungsansatz. Hast du neoliberale Lösungsansätze für Ökologie? Also es geht doch darum, wirklich unsere Gesellschaft ganz anders zu denken und damit auch also mit Commons oder heißen Besitz statt Eigentum zum Beispiel, was natürlich ganz andere Möglichkeiten auch im ökologischen Bereich gibt, wenn man Eigentum abschafft und wenn man anders wirtschaftet und keinen Wachstumszwang mehr hat, keine Kapitalverwertung mehr hat, nicht mehr aus Geld, Ware, Geld, mehr Geld machen muss, etc. Also das sind doch die Lösungen. Es geht doch nicht darum, dass wir die Benzinpreise erhöhen wollen. Und das habe ich, also ich muss zugeben, obwohl ich da schon lange politisch aktiv war, habe wirklich erst wieder gelernt, wirklich über den Kapitalismus hinauszudenken, durch diese Bewegung, die eben durchaus Commons-Praktiken haben noch oder sich wie die schwarzen Gemeinschaften in Kolumbien sozusagen in ihrer langen Tradition in Abgrenzung zum Kapitalismus entwickelt haben. Und ja, ich weiß nicht, bei dir sehe ich das einfach überhaupt nicht und ich würde wirklich gerne ein bisschen den thematischen Schwerpunkt wechseln. Ich würde auch noch mal was sagen. Also ich finde das halt wirklich schräg. Also es gibt halt diese ökologische Krise und da gibt es einige Leute, die haben ein Problem damit. Die sind jetzt meinetwegen aus dem akademischen Milieu und die ziehen dann eine moralische Gratifikation daraus, dass sie angeblich hauptsächlich andere Leute irgendwie fertig machen für ihren schlechten Konsum oder so, als wäre das jetzt quasi der Hauptgegenstand von ökologischen Debatten auf irgendwie
Abgehängte runterzugucken, weil die so irgendwie schäbig sind. Also das ist ja überhaupt nicht der Gegenstand von ökologischen Debatten. Und jetzt gibt es halt diese moralische Gratifikation und die scheint jetzt also für dich das größere Problem zu sein, als die Tatsache, dass Konzerne ganz handfeste Milliardenprofite machen mit genau dieser ökologischen Krise. Also ich finde, das ist doch der viel größere Skandal, als vielleicht diese Subjektkonstitution von einigen Leuten, die halt ein Ressentiment gegen Unterschichten haben und das ökologisch irgendwie drapieren, was halt überhaupt nicht der Hauptzweck der ökologischen Frage oder Bewegung ist. Und dann nochmal zu den gelben Westen. Also ja, natürlich tut sich da dieser Gegensatz auf, aber man, also so, der lässt sich trotzdem nicht so einfach erzählen, weil das Ganze... Der Forderungskatalog, der im Internet kursiert von den gelben Westen zum Beispiel, hat ganz klar hat als Hauptthema mehr Steuergerechtigkeit. Und da wird eben gesagt, die Großen sollen viel zahlen und die Kleinen sollen wenig zahlen. Und was Macron eben gemacht hat, ist, er hat zum Beispiel die Vermögenssteuern abgeschafft, Kapitalertragssteuern und so weiter abgeschafft. Er hat die Bahn privatisiert und 10.000 Kilometer Strecke stillgelegt und solche Sachen gemacht, die halt alle dazu führen und gleichzeitig eben diese Massensteuern auf Benzin erhöht. Das heißt, es ist halt eine ganz klar sozusagen bourgeoise Steuerpolitik, die halt Kapital erleichtert, also Kapitalgeschenke macht und die Massen belastet. Dagegen hat sich das aufgelehnt und in diesem Forderungskatalog der Gelben Westen steht halt auch Forderungen drin, wie zum Beispiel höhere Steuern auf Kerosin, also auf Flugbenzin, weil das eben Steuern sind, die eben diese einfachen Leute nicht so sehr treffen. Wie eben die Autosteuern, die sie halt also zahlen müssen, wenn sie zur Arbeit kommen. Und natürlich ist es halt total demagogisch, was halt Macron gemacht hat, nämlich zu behaupten, er würde halt, das wäre alles eine ökologische Maßnahme gewesen. Insoweit gebe ich dir recht, das kann halt ausgespielt werden, dieser ökologische Diskurs gegen Unterschichten. Aber das heißt nicht sozusagen, dass das Bewusstsein dieser Gelbwesten-Proteste halt auch so zurückgeblieben wäre, jetzt zu denken, naja, deshalb ist Ökologie was Schlechtes und irgendwie nur gegen uns gerichtet, sondern die haben, versuchen halt selber sozusagen ökologische Forderungen zu stellen, die halt nur nicht ihnen stärker als in die Tasche greifen, als sie es halt verkraften können. Ja, insofern würde ich halt sagen, wir sollten, ich wiederhole mich da, nicht in diese Falle tappen, diese Sachen gegeneinander zu diskutieren, als wäre sozusagen jetzt, als müsste man sich entscheiden zwischen Macron oder freie Fahrt für freie Bürger. Also das ist einfach ein Gegensatz, der von bestimmten Leuten halt, von Rechtspopulisten einerseits, von bestimmten Liberalen vielleicht andererseits aufgemacht wird, aber eben nicht von einer ökosozialistischen Bewegung zum Beispiel. Ja, ich denke, in die Richtung sollten wir eher schauen. Okay, ja, vielen Dank also bis hierher. Ich würde jetzt gerne die Diskussion öffnen. Und stellt gerne die Fragen, die euch jetzt interessieren und über was wir sozusagen noch reden wollen. Probiert vielleicht, wenn ihr eine Frage hört und ihr eine ähnliche Frage habt, die vielleicht auch gleich mit anzuknüpfen, damit wir so ein kleines bisschen sammeln können. Aber ansonsten würde ich freuen. Dann sage ich was zu den Beispielen. Also in Deutschland gibt es ein Kartoffelkombinat in München, das ist relativ groß.
mit 1000 Anteilen, also ähnlich, was wir anstreben, aber da ist eben für mich das, erstens die Hierarchien sind sehr krass dort, auch verschiedene Gehälter, was Vorstand von der Genossenschaft etc. kriegt und auch die Mitglieder, die das Gemüse beziehen, partizipieren jetzt nicht so direkt, haben nicht so direkte Einflussnahme auf die Entscheidungen etc. Da wollen wir eben versuchen. Ansonsten gibt es nur relativ kleine Genossenschaften oder solche solidarischen Landwirtschaften in Deutschland. In Venezuela gibt es einen Verband, Sitio Sola, wo 20.000 Menschen produzieren und da werden, glaube ich, 250.000 Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt. Das ist relativ spannend. Aber was wir vorhaben, ist eben schon das, was auch in Deutschland, es gibt relativ viel Solavis, habe ich kurz gerade angedeutet, die aus dem Boden schießen. Oft, weil die kleinen Familienbetriebe nicht mehr auf den Direktvermarktung nicht mehr leben können davon. Bio gibt es ja jetzt überall, Massenbio, billig produziert, und da, ja, für mich überhaupt nicht emanzipatorisch irgendwas, ökologisch, Bewegung, ne? Aber da wird umgestellt auf einen festen Abnehmerkreis und die Besitzverhältnisse, Eigentumsfrage bleibt bei dem, ja, Kapitalist ist ein Bauer jetzt in dem Sinne nicht, nach per Definition, aber Ausbeuter. Strukturen sind dort und Hierarchien sowieso. Das ist für uns wichtig, dass der Betrieb der Genossenschaft da vergesellschaftet wird, dass die Menschen, die dort arbeiten, bisher in der Roten Beete waren wir 6 Gärtner, die jeden Montag zusammengesessen haben und jeder hat alles mitbestimmen können. Also es war kollektiv mit gleichem Stimmrecht. Jetzt, wenn wir mit 30 Menschen einen Betrieb organisieren, haben wir schon Vorstellungen von, es gibt einen Vorstand, sozusagen ein Leitungsteam, die den Gesamtbetriebsüberblick halten und es gibt Abteilungen für Freiland, fürs Gewächshaus, wo es auch Leute gibt, die sich da mehr, die halt die Leitung da übernehmen und ein Team. Genau. Dass trotzdem alle mit gleichem Lohn nach Hause gehen sollen und jeder seine Stunden halt bezahlt kriegt, je nachdem wie viel. Und dass dass es Möglichkeit gibt, von den Leuten im Team halt zu sagen, naja, das hat uns nicht gepasst oder wir wollen jetzt jemand anderen hier in der Leitung haben oder was, dass die Leute ermächtigt sind innerhalb des Kollektivs, diese hierarchischen Positionen, sage ich mal, einzunehmen. Wir brauchen uns nichts vormachen, auch in der Roten Beete gab es Wissenshierarchien etc. oder Rollen, wer da wie angegeben hat. Und das andere ist halt, dass die Mitglieder sollen rauskommen auf den Acker, sollen mitarbeiten, sollen, dass sie ihr Teil von diesem Projekt, dass sie da sich verbunden mitfühlen und auch den besitzen. Als Genosse mit ihrem Anteil, den sie da zeichnen und der ist wichtig für uns auch, der solidarische Aspekt, weshalb das so sich nennt, in der Bietrunde, wo der Etat für die nächste Saison verabschiedet wird und von allen Mitgliedern zusammengetragen wird, hatte ich schon angedeutet, dass jedes Mitglied nach seinen finanziellen Möglichkeiten sich beteiligt. Also dass es wirklich einen Richtwert gibt. Die Produktion kostet im Monat, ich sage jetzt mal 90 Euro für das Gemüse, für eine Familie oder so. Und da auch Leute, die nur 40 Euro oder 30 Euro haben. Das gibt es in der Roten Beete selten, dass Leute das wahrnehmen. Eigentlich zahlen fast alle ungefähr diesen Richtwert. Wenige zahlen drüber, wenige drunter, aber es gibt's. In Ausnahmefällen muss man sagen. Genau, und dass man da auch die Diskussion aufmacht und dass mal in solchen, sag ich mal, gesellschaftlichen Schichten, die da sitzen, Mittelstand, die sich noch keine Gedanken drüber gemacht haben, warum gibt es eigentlich diesen Lohnunterschied zwischen dem Chefarzt und der Krankenschwester, die wenn er die Operation gemacht hat, dann das Blut wegwischt. Ne? Beide haben, sag ich mal, 40 Stunden gearbeitet. Also dass man so mit den Leuten auch mal diskutiert, deshalb machen wir diese Sache, um solche aus unserer Sicht
aus dieser kapitalistischen Verwertungslogik resultierende Lohnunterschiede ein bisschen was entgegenzusetzen. Das ist zwar erstmal nur symbolisch, aber das ist für mich eine Motivation, warum ich diesen Betrieb mache. Nicht, weil ich jetzt super Öko-Gemüse für 1000 Leute produzieren will, sondern weil ich versuchen will, über dieses Öko-Gemüse Leute zum auch weiterdenken oder begeistern will für Alternativen. Und das zu erproben, ist auch auf jeden Fall wichtig. Ich meine, es ist super schwierig in allen Punkten so zu akzeptieren, dass mein Freund, mit dem ich das mache, dass der halt nicht das auf höchster Priorität dieses Projekt nur hat, dass der noch und nicht die Überstunden, so wie ich es mir wünsche oder so weiter. Ne? Also das ist, und da zwischenmenschlich da nicht Gaga zu werden oder sich gegenseitig, also man denkt ja super Kollektiv und Kommunismus, das kriegt man ja, das sind wir ja alle voll dafür und das kriegt man dann schon hin, aber wenn man das mal ausprobiert, das ist so tief alles in uns drin, diese ja, Ellenbogengesellschaft, das hätte ich damals nicht erträumt auch. Und insofern finde ich das schon auch, hat das schon wichtige Aspekte, das zu machen. Ja, zu Kommens und Gewalt würde ich erstmal sagen, was ist Gewalt? Ich finde es wichtig zu unterscheiden zwischen Gewalt als etwas, was wehtut und dem Gebrauch, der auch für Gewalt herrscht, der Modernisierung heißen würde, wenn jemand etwas kaputt macht, was in seinem eigenen Eigentum ist. Also wenn nicht nur die Schaufensterscheibe, sondern das ganze Haus niedergerissen wird, um es vielleicht irgendwie zu modernisieren, dann heißt es eben Modernisierung und nicht Gewalt, und das ist irgendwie schief. Also dann nicht zu unterscheiden zwischen etwas, was wehtut, und so etwas, was Sachbeschädigung ist, ist auch innerhalb der Bewegung, dass sich innerhalb der Bewegung dagegen nicht stärker verwehrt wird, ein großer Fehler, finde ich. Bei People's Global Action war es so, dass von Anfang an gewaltfrei drin stand in den Grundsätzen, weil es sehr stark von den indischen Bewegungen kam, die von Anfang an gesagt haben, wir machen nur mit, wenn es drinsteht. Aber nach dem gandhischen Konzept halt, nämlich Fernseher kaputt machen ist gewaltfrei. Und weil das dann zu Missverständnissen geführt hat, hieß es dann später Respekt vor dem Leben. Ein Mensch, den ich schon bei den Zapatistas kennengelernt habe und der auch bei People's Global Action war, Massimo De Angelis, ist derjenige, der dann entscheidend dazu beigetragen hat, weltweit diese Commons-Diskussion anzustoßen, und von dem ist ein ganz schönes Bild, der sagt, dass es dazu kommen kann, dass die Schaufel, die wir in Commons-Projekten haben, zur Waffe wird. Das finde ich ein passendes Bild, weil ich denke, zu solchen Situationen kann es immer kommen. Ansonsten ist eben die Frage, was ist der Sinn von Gewalt? Ich habe mich jetzt gerade noch mal mehr mit mittelalterlichen Bewegungen, die ja sozusagen im Zuge der Raub der Allmende entstanden sind, allein 1525 in den sogenannten Bauernkriegen, wo auch viele andere Menschen daran teilgenommen haben, sind mindestens 0,5% der Bevölkerung einfach abgeschlachtet worden. Und ich habe aber auch so ein bisschen gedacht, naja, die haben auch ganz schön geschlachtet. Und das hat wahrscheinlich nicht dazu beigetragen, dass sämtliche Menschen total sympathisiert haben mit diesen Bewegungen. Also es geht ja immer darum, den Alltagsverstand von Menschen zu erreichen, um eben wirklich gesellschaftliche Transformationen schaffen zu können und dann eben auch ein Machtverhältnis in einer Gesellschaft, dass man Sachen wirklich anders machen kann. Und das wiederum wird man nicht durch Gewalt erreichen, sondern eben durch das Leben und in die Welt bringen von neuen Logiken, die eben ganz anders funktionieren. So, ich habe jetzt noch drei Fragen auf dem Schirm, oder drei Meldungen, 1, 2 und 3. Ja, also ich hätte eine Frage an Uli, und zwar würde ich sagen, ich teile die Kritik, dass es da so eine soziale Schieflage in der Diskussion von Ökologie gibt, da würde ich sagen, teile ich ja, aber mir ist es ja so, dass diese ökologische oder sich verschärfende ökologische Krise ja existiert, das hast du ja selbst gesagt, ja, dass du es auch nicht leugnen würdest, dass es die gibt. Und das würde mich interessieren, ob deiner Meinung nach
Möglichkeit gibt, bevor die soziale Frage geklärt ist, also die ja im Prinzip erst durch Abschaffung des Kapitalismus geklärt werden kann, irgendwas zu machen. Oder ob du sagen musst, man muss erst das eine lösen und erst wenn alle gleich sind und es noch nicht, wenn es diese soziale Schieflage nicht mehr gibt, kann man darüber reden, wie man den Planeten irgendwie. Das würde mich interessieren, wie da deine Position dazu ist. Wollt ihr vielleicht auch daran anschließen? Oder? Ich weiß nicht. Die Frage geht ja als Alternative, sagen wir mal, fast neue Logiken sind. Das ist aber jetzt neu geworden, was die Alternative zum Eigentum wäre. Also Allmende ist mir dazu unbestimmt. Und an den Herrn ja, Felix. Felix, da würde mich interessieren, wie sozusagen diese Allmende, aber sagen wir, das kommunistische Prinzip praktisch werden würde hinsichtlich des Bodens, wenn er sagt, dass der Boden ja gepachtet wird, so habe ich das verstanden von der Kirche. Also von den drei Sachen kann ich nicht sehen. Also ich denke tatsächlich, dass das passieren kann. Ich denke sogar mehr noch, dass das gerade passiert. Also das ist natürlich praktisch jetzt wahrscheinlich noch hier in diesem Raum noch defätistischer, wenn ich sage, dass das da meiner Ansicht nach viele Anzeichen gibt, dass das der Staat gerade löst und dass man das auch sehen kann, als Linker sehen kann. Weil was sollte der kapitalistische Staat für ein Interesse haben, dass die Arbeitskräfte, die er braucht, die sozusagen das Kapital braucht, dass die in Umweltbedingungen leben, die dazu führen, dass die krank werden, dass die nicht mehr bereitstehen für die Ausbeutung. Und ich würde sagen, deswegen ist all das, was wir gerade beobachten können, also diese ganzen Entscheidungen, die getroffen werden, wo man jetzt immer sagen kann, die sind zu wenig erfolgreich, das ist noch nicht genug, das wirkt noch nicht oder das wirkt überhaupt nicht. Aber all das, also wenn man tagtäglich die Zeitung aufschlägt, gibt es doch keinen Tag, wo nicht irgendwo berichtet wird, welche Maßnahmen die EU gerade getroffen hat, welche Regeln beschlossen werden, dass es bald ein Gesetz gibt, mit dem irgendwie die CO2-Reduzierung beschlossen werden soll. Natürlich gibt es da immer Auseinandersetzungen mit einzelnen Kapitalfraktionen. Das sehe ich auch so. Aber ich sehe es nicht so und ich finde es fast ein bisschen, also ich finde es problematisch zu sagen, diese einflussreichen Kapitalfraktionen bestimmen dann, wo es lang geht. Unter den Gesichtspunkten hätte es den Atomausstieg nicht gegeben. Unter dem Gesichtspunkt hätte es auch keine sozialdemokratischen Erleichterungen in der Gesellschaft gegeben. Warum soll eine kapitalistische Gesellschaft logisch nicht in der Lage sein, angetrieben von bestimmten Reformbestrebungen wie die Grüne Bewegung, die Grüne Partei, so etwas wie einen ökologischen Wandel herbeizuführen? Darf ich mal kurz unterbrechen, weil die Analyse teile ich überhaupt nicht. Also wenn man sich Deutschland anguckt, okay, es gibt diesen Klima, Energiewende, Kohleabstieg und so, okay, aber weltweit, glaube ich, gibt es politisch wirklich das Bewusstsein, dass sich was ändern muss. Aber man sieht diese Klimakonferenzen, da kommen alle zusammen, sehen alle die Dringlichkeit, aber rauskommt überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist genau dieses Spannungsfeld, dass die Politik vielleicht auch aufgrund der Wähler irgendwie den Auftrag schon sieht, die ökologische Krise zu lösen, aber nicht in der Lage ist, sich gegen globale Kapitalinteressen durchzusetzen, würde ich sagen. Deswegen kommt bei diesen Klimakonferenzen nichts raus. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt gerade alles auf dem besten Weg ist, der Lösung. Das verstehe ich, also die Analyse verstehe ich eigentlich nicht. Aber ich habe, wie gesagt, ich sehe es einfach anders. Okay. Die EU-Entscheidung bis 2025 so und so viel Prozent, 30% CO2 zu reduzieren bei Fahrzeugen, die ist der Autoindustrie nicht recht gewesen. Die wollten mehr Spielraum, die wollten weniger Reduzierung und sie haben sich nicht durchgesetzt. Ob das jetzt reicht, den Klimawandel zu stoppen, auch da wäre ich skeptisch, da kenne ich mich nicht genug aus. Was ich bloß sage ist, wir sehen gerade eine Entwicklung, dass der Staat oder die Staaten oder Staatenverbünde, dass die als ideelle Gesamtkapitalisten handeln, weil die Interessen der Bevölkerung berücksichtigen müssen. Die kommen daran nicht vorbei. An der Stelle würde ich vielleicht kurz einhaken und weil ich denke, der Punkt ist vielleicht klar geworden, oder? Genau, ihr könnt gerne darauf eingehen, wir können auch gerne die nächste Frage thematisieren. Also ich würde noch kurz darauf eingehen, ich bin jetzt auch nicht der Mega-Ökonom, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Kapitalinteressen oft so kurzfristig auf den Profit in den nächsten 3-4 Jahren
und nicht so langfristig denken, wie das ist mit Klimawandel in 20 Jahren. Und da müssen sie halt die Raten und vorlegen bei der nächsten Aktionärsversammlung. Und ich sehe auch, Deutschland hat gesagt, sie schaffen ihre Klimaziele, die mal vor 93 bei Kyoto haben wir jetzt schon verabschiedet, dass wir die einhalten, obwohl das ja Pillepalle gewesen wäre, allein durch die Industrie, durch die DDR platt gemacht wurde, haben wir ja den CO2-Ausstoß eigentlich schon, hatten wir das schon eigentlich drin gehabt, in Reduzierung. Also selbst in Deutschland sehe ich da überhaupt nicht. Also vertraue ich jetzt überhaupt nicht auf den Staat, dass wir hier am Klimawandel doch vorbeikommen, weil die das alle regeln werden. Insofern sehe ich das schon als einen Punkt, und das ist eigentlich für mich so ein, der Klimawandel ist so offensichtlich für alle Menschen und so bedrohend, dass das, wie auch schon gesagt wurde, eigentlich so ein guter Anknüpfungspunkt ist, dass man da politische Kämpfe draus entwickeln kann, die über diesen Klimawandel, über die direkten Auswirkungen, dass man da drüber hinausgeht und sagt, wem nützt der eigentlich, wer profitiert davon, und wer, dass man darüber eine gesamtgesellschaftliche Umwälzung eigentlich thematisieren kann. Das finde ich das Spannende daran. Und ja, und zu dem, wie wir es mit dem Boden lösen würden, kann ich ganz kurz sagen, wir pachten den, also insofern ist der Pachtvertrag dann in der Genossenschaft, haben alle Mitglieder daran Anteil, aber die Vergesellschaftung ist dann noch konkreter, viel mehr bei den Betriebsgebäuden, bei den Maschinen, bei den Produktionsmitteln, ne? Die gehören dann auch per Eigentum und nicht nur per Pachtvertrag, der zwar langfristig ist, aber natürlich kein Allmende. Bei der Roten Beete hat die Genossenschaft den Acker gekauft. Das wäre natürlich schöner, aber die Kirche verkauft per se kein Land, außer es wird zufällig zu Bauland und ums 40-fache am Wert erhöht. Dann überlegen sie sich's. Haben sie uns auch schon gesagt, für ein, zwei Flussstücke, wo wir jetzt pachten wollen. Netterweise, ehrlich. Wir fangen ja auch nochmal mit dem anderen Thema an. Ich selbst hänge da Antonio Gramsci's Hegemonietheorie an, der das schon gezeigt hat, wie im Westen sich die bürgerliche Gesellschaft herausgebildet hat und Zivilgesellschaft ausgebildet hat und sozusagen da Interessen auch mit einfließen können, was dann eben im sogenannten Wohlfahrtsstaat, im Fordismus, zum Klassenkompromiss geführt hat, wo eben eine Unterschicht anders abgefedert war und eingebunden war in Konsum und Produktion. Das Ganze aber gleichzeitig unter anderem auf kolonialen Verhältnissen beruht hat und auch heute eben, ich meine, wir müssen nur daran denken, wie viel zigtausend an diesem heutigen Tag verhungern, sich daran nicht viel verändert hat, dass es eben schon Vielfältigkeit hat von wer hat welche Einflussmöglichkeiten, und darin gibt es auch Emanzipationsmöglichkeiten. Also natürlich ist es auch ein Emanzipationserfolg, wenn Frauen heute mehr Karriere machen können und sogar in die DAX-Vorstände dürfen. Aber strukturell hat sich dann eben in erster Linie was verschoben, weil dann eben viele Kehrtätigkeiten auf migrantische Menschen verschoben werden und eben strukturell sich nicht was verändert. Und das ist natürlich auch das Problem bei der Ökologie, weshalb ich zwar auch denke, es gibt ein Bewusstsein für die ökologische Krise, aber innerhalb dieses Wachstumszwangs und innerhalb der ökonomischen Strukturen ist es nicht aufzuheben. Mit den Geld- und Markt- und Tauschlogikgesellschaften, die mit der beginnenden Neuzeit erst einsetzen, ist auch der Gedanke vom Eigentum eigentlich erst wieder aufgenommen worden, den es das ganze Mittelalter über nicht gab, sondern der genommen wurde aus dem römischen Dominium-Konzept, was einfach sozusagen, das ist mein Sklave, also das ist mein Eigentum. Das ist der Grundstock von dem, was wir als Eigentumskonzept verstehen. David Graeber in seinem Buch Schulden, die ersten 5000 Jahre, stellt das zum Beispiel sehr schön dar. Und
es eröffnet, glaube ich, sehr neue und alte gleichzeitig Möglichkeiten zu denken, wie Wirtschaft sein kann, wenn wir nicht nur sagen, okay, das Eigentum an Produktionsmitteln muss verändert werden. Das muss es natürlich. Das Tauschlogik, das ist ein Geldsystem, das ein Arbeitsmarkt Erpressung leicht ist, also dass man uns in Situationen zwingt, die wir eigentlich nicht würden machen wollen, hat in erster Linie was damit zu tun, dass Menschen eben die Grundlagen zur Subsistenz, also zur eigenen Reproduktion, zur Lebensgrundlage außerhalb des Marktes weggenommen worden sind. So ist auch Tausch als Geld in die Welt gekommen. Es hat nie eine Gesellschaft gegeben, wo Individuen getauscht haben, bevor es nicht Geld gab. Sondern es gab sehr unterschiedliche Gesellschaften, durchaus auch egalitäre. Ich glaube, wie in Nordamerika sah es ganz schön aus eigentlich. Vielfach auch sehr hierarchisch, oft mit ganz starren sozialen Rollen. Da ist jetzt nicht alles zu idealisieren, ganz bestimmt nicht, aber zu verstehen, dass nicht die Alternative zu Geld und Markt Tausch ist, sondern dass es sozusagen Tausch einfach Geld ist, ist sehr wichtig, um zu verstehen, dass Menschen ganz anders miteinander wirtschaften können. Und im Mittelalter herrschten auf dem Land jenseits von militärisch begründeten Feudalstrukturen, die eben Abgaben erzwungen haben, weil entweder Gott das so wollte oder die Waffengewalt dafür gesorgt hat, ein Verständnis von Commons, wo eben auch in Dorfversammlungen Entscheidungen getroffen worden sind. Und weltweit sah es nicht so viel anders aus. Und das Konzept von Eigentum ist eigentlich erst 1690 von John Locke begründet worden, wo er sagt, alles gehört allen Menschen. Das war noch der Alltagsverstand, 1690. Gott hat alles allen zur Verfügung gestellt, allmende. Es gab kein Eigentum an Land oder so. Aber das ist ja mein Körper und also mein Eigentum. Und wenn ich jetzt den Apfel ernte, dann ist das mein Apfel. Letzter Satz desselben Absatzes, solange noch allen genauso viel verbleibt für ihre Bedürfnisbefriedigung. Ich würde sagen, das ist noch nicht mal Begründung von Eigentum, das ist Begründung für Besitz. Ich nehme etwas, weil ich es brauche. Und das ist mein Besitz. Und ich bin sehr für Besitzrechte. Eigentum heißt, anders als es in jedem wirtschaftswissenschaftlichen Buch, selbst bei Janis Varoufakis in seinem Buch, wie ich meiner Tochter die Wirtschaft erkläre, unsere Vorfahren, der eine hat den Apfel gehabt, der andere die Birne und sie haben sie getauscht und das war der erste unvollkommene Markt. Das ist eben völlig historischer Unsinn. Das ist eigentlich seit 150 Jahren anthropologisch belegt und es wird immer wieder aus den Wirtschaftswissenschaften rausgedacht. Es wird nicht reingelassen, weil es Tausch so wahnsinnig naturalisiert, dass wir es zulassen, dass Menschen zu zigtausenden heute verhungern, ohne dass jemand sagt, man müsste doch mal humanitär intervenieren oder so. Liegt eben daran, dass es irgendwie in so einem Bereich des Natürlichen verschoben wird, dass Menschen tauschen, dass Handel natürlich ist. In Wirklichkeit wäre es so gewesen, wenn das ein Tausch nach Tauschlogik, nach Äquivalenz, nach Wertesystem, nach Preis, nach Marktlogik gewesen wäre, Apfel und Birne, dann hätte der Mensch mit der Birne gesagt, ich beiß jetzt erstmal ein Stück ab von meiner Birne, weil der Apfel ist nicht so viel wert. Und selbst wenn er irgendwie einen ganzen Haufen von Birnen hat und der andere hat keinen Apfel, dann würde er immer noch sagen, ich bleibe auf meinen Birnen sitzen, bis sie verschimmelt sind und du kriegst nichts davon ab, weil du hast nichts einzutauschen. Das ist die Logik, die wir heute lernen, dass es normal ist. Das ist auch bittere Realität für 1 bis 2 Milliarden Menschen, die unterernährt sind und keinen wirklichen Wasserzugang haben. Während Allmende eben Besitzrechte, das heißt, wer was braucht und gebraucht, garantieren. Und mit John Locke könnte man noch lange sagen, es war nur die erobernde Arbeit, nicht die pflegende. Es war auch nicht die Arbeit, die Indigene auf ihr Land verwendet haben, weil es bei ihm darauf hinausläuft, dass es nur Arbeit ist, die Tauschwert produziert. Das berechtigt zu Eigentum und das war die grundlegende Legitimation in der Kolonialzeit zu sagen, diese Menschen können kein Eigentum aus ihrem Land machen, also nehmen wir es ihnen weg, weil wir wissen, wie es geht. Dieses Denken müssen wir wieder loswerden und das befreit eben und hat natürlich ökologisch mal angefangen mit, nicht alle müssen ihre Bohrmaschine haben und wir sozusagen natürlich dramatische ökologische Konsequenzen, aber es ermöglicht eben auch eine Peer-Produktion zu denken unter Gleichberechtigten, die
jenseits von Markt dafür sorgt, dass Menschen eben Zugriff auf das haben, was sie brauchen und gebrauchen, weil das ist verdammt wenig. Weil selbst die Neoklassik beruht darauf, auf dem abnehmenden Grenznutzen, dass man eben eigentlich sehr wenig braucht und wenn man noch mehr davon hat, immer dramatisch weniger Nutzen von etwas hat. Das heißt, unsere Bedürfnisse sind eigentlich verdammt begrenzt und nur diese Geldlogik tut immer so, als wäre es irgendwie unbegrenzbar konsumierbar. Ja, das mal so ganz grob entworfen in Economy. In meinem Buch Economy versuche ich das so ein bisschen zu skizzieren und ausgetauscht ist jetzt eigentlich das Buch, was nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, warum muss es wirklich so sein? Weil eben viele dachten, ist ja so eine nette Vision, aber hat ja nichts mit harter Ökonomie zu tun und das widerlege ich dann in dem ausgetauschten Buch. Ich würde noch kurz was sagen zu dieser Kapitalsachen und ja, wie das Kapital, also ob das quasi im Interesse des Kapitals ist eigentlich, die Umweltkrise zu stoppen, also als ideeller Gesamtkapitalist. Und ja, also ich glaube halt, das Problem ist ja da, dass einige Sachen, die wir so als Umwelt oder Natur begreifen, gar nicht in die Rechnungen sozusagen des Kapitals eingehen. Die sind, also wie Marx es halt sagt, eben gratis Produktivkräfte der Natur. Und die nimmt man, also die sowas wie Wasser oder Luft oder so, ja, oder eben auch, also auch weibliche Arbeitskraft kann es sein oder Sklavenarbeit, sind einfach gratis Produktivkräfte, die müssen nicht entlohnt werden, die nimmt man sich einfach, das ist quasi kostenlos und die kann man deshalb auch einfach verschleißen und muss sie nicht pflegen sozusagen. Und also das ist eben das Problem, also bevor, und gleichzeitig gibt es natürlich diese Tatsache, dass diese Umweltkrise, wenn sie sich halt weiter zuspitzt, dann wird sie tatsächlich diese Reproduktionsbedingungen des Kapitals so weit untergraben, dass halt keine Verwertung mehr möglich ist. Und dann wird ist es auch im Interesse des Kapitals, sie konsequent zu stoppen. Aber bevor es dahin kommt, kann halt schon ganz viel von diesen Gratis-Produktivkräften sozusagen zerstört werden. Es können halt jede Menge Arten ausgelöscht werden, es können halt die Meere vergiftet werden, es können halt das Klima, die Atmosphäre kann quasi vergiftet werden. Und auch viele Millionen und Milliarden Leute, die einfach nicht relevant sind für die Kapitalverwertung, die überflüssig sind aus dem Gesichtspunkt des Kapitals, können davor auch sterben. Also das interessiert das Kapital eben überhaupt nicht. Interessant für das Kapital ist eben nur, wenn es zum Beispiel keinen Nachschub mehr an Arbeitskräften bekommt, aber es gibt natürlich eine global gesehen totales Überangebot an Arbeitskraft. Das heißt, wenn da jetzt 1-2 Milliarden halt wegsterben wegen der Klimawandel, das ist für das Kapital erstmal nicht wichtig. Und nur wenn jetzt eben, ja, eben das komplette Proletariat quasi, wenn es nicht genug Arbeitskraft gäbe, um das zu produzieren, wofür es Märkte gibt, das wäre halt zum Beispiel ein Problem, aber es ist eben nicht identisch. Ja, und insofern müssten wir halt quasi schon aktiv werden und nicht auf die im Kapital verkörperte Vernunft irgendwie hoffen. Die halt leider verträglich ist mit riesigen Katastrophen, sondern quasi schon diese Vernunft des Kapitals ist halt eine Unvernunft, die wir schon davor stoppen müssten eigentlich. So, das war nur mein Zusatz zu dieser Frage. Ach so, und zu dem anderen, also was jetzt gerade passiert, also was passiert mit diesen ganzen Klimaabkommen, ja, also da würde ich ja auch zustimmen, es passiert natürlich nicht genug, also ich glaube 1988 gab es in Toronto die ersten Vorbereitungen für den Gipfel in Rio, dann 1992 und seitdem ist bis 2013 sind die CO2-Emissionen halt um über 60% gestiegen von dort ab, aber also von Anfang der 90er an. Man hatte damals aber gedacht, die müssten jetzt jedes Jahr um 2% sinken, aber was eben passiert ist, dass sie eben jetzt schon seit 2000 über 3% wachsen jedes Jahr, ja, also das wir sind auf den ganz falschen Entwicklungspfad sozusagen und 30 Jahre Verhandlungen seit Toronto 88 haben halt nichts gebracht. Es ist schon relativ wagemutig sozusagen zu glauben, dass es sich jetzt plötzlich ändern würde, wenn jetzt gerade wenn Paris 2015 von allen als Katastrophe kommentiert wurde, auch schon Kopenhagen 2009, es tut sich einfach nichts vom Kapital her und von den herrschenden Staaten her. Und wenn halt so kleine Staaten wie Bolivien oder so dann sagen, ja, oder irgendwelche Inselstaaten, ja, also das ist ein Massaker, was ihr hier anrichtet. Also das ist nicht stark genug, dieser humanitäre Einwurf sozusagen, um diese Interessen wirklich zu stoppen. Und
Ja, ich denke, man kann sich da eben weder auf das Kapital und die immanente Reproduktionslogik des Kapitals noch auf die Regierungen verlassen. Ja. Du hattest vor uns noch eben? Genau, ich versuche mich kurz zu fassen, weil es schon ziemlich spät ist und viel gesagt wurde. Das ist auch nur ein Kommentar, eigentlich keine Frage. Ich wollte quasi mein Bedauern nochmal ausdrücken, dass wir es irgendwie nicht so gut geschafft haben, über vielleicht tatsächlich existierende und jetzt gerade mit dem wahrscheinlich demnächst militärischen Angriff ausgesetzten real existierenden also ökosozialistischen Alternativen oder vielleicht sogar ökokommunistischen Möglichkeiten zu reden, weil irgendwie es im Roten Salon also eine Analyse gibt, die halt hier zu dieser Strohpuppe geführt hat, auf die wir dann leider also viele Diskutanten einschlagen mussten, auch mit diesem sozial, das ist ökologisch und so, weil deswegen auch nochmal vielen Dank für die Richtigstellung irgendwie dieses Gelbwesten-Beispiels. Genau, ich wollte eigentlich sagen, ich finde, was ich wahrnehme, ist, dass wir eigentlich mit so einem, ich finde diesen Begriff eigentlich ganz gut, mit so einem Disaster Capitalism zu tun haben, der eigentlich eine Normalisierung dieser ökologischen Katastrophe die ganze Zeit vorantreibt, medial, ökonomisch, militärisch und dann im Endeffekt genau diesen eben hier leider zu viel diskutierten Scheinwiderspruch von sozial-ökologisch aufmacht, um im Prinzip sozusagen die Barbarisierung der Verhältnisse voranzutreiben, die auch zum Beispiel daran endet, dass, sich ausdrückt, dass man einfach Menschen absaugen lässt, jetzt massenweise. Und was aber auch zu solchen Beispielen führt, wie genauso dieses eben vermeintlich irgendwie Benzin, Steuer- und Geldwesten oder Gewerkschaft versus Hambi-Aktivisten oder in Polen jetzt eben Gewerkschaft versus die Braunkohlekraftwerke halt zumachen wollen und so. Genau, ich, um das abzuschließen, finde ich, was können wir hier tun? Und ich denke, was wir hier tun können, ist, wir können eben genau diese Normalisierung, dieses Disaster-Kapitalismus irgendwie entlarven und hierzulande vor allem gegen genau diesen Narrativ kämpfen, der eben das versucht, in eine soziale Frage, ökologische Frage, eine soziale Frage zu übersetzen, die eben diese Barbarisierung vorantreibt. Und deswegen müssen wir quasi eine anti-autoritäre, antifaschistische und antikapitalistische Analyse und Praxis mit dieser ökologischen Frage zusammendenken und propagieren und auch umsetzen in ganz konkrete Bewegungen, halt, die letztendlich dann die Verhältnisse aufhebt zu setzen. Und noch ein letzter Satz, weil nämlich genau das, das ist mir wichtig zu sagen, weil ich finde, in dieser ganzen ökologischen Frage der Katastrophe liegt eigentlich ein sehr großes transformatives Potenzial, die Gesellschaft als Ganzes zu transformieren und den Kapitalismus letztendlich im Garaus zu machen. Aber es wird halt genau durch diese Narrative, von der ich gerade geredet habe, durch diesen Scheinanspruch halt in so einem Angstmantel verschleiert. Ich hatte jetzt noch eine Frage auf dem Schirm. Ja, das ist keine Frage, sondern ein Kommentar. Ich habe das Ganze ein bisschen anders wahrgenommen, als es auch von meinem Vorredner angesprochen wurde. Natürlich sollte man die soziale und die ökologische Frage nicht gegeneinander ausspielen, aber in diesem Podium so wahrgenommen, als wäre Uwe Schuster derjenige, der zumindest auf so einer nationalpolitischen Ebene diese soziale Frage anspricht und sehr klar mit dieser Position abgeprallt ist. Ich habe letztens vor zwei Wochen die Position auch kritisiert. Ich teile nicht alles an der Position, aber ich habe mich auch viel in der ökologischen Bewegung rumgetummelt und man kann es einfach nicht verleugnen. Es gibt diese Überheblichkeit in Teilen der ökologischen Bewegung. Es gibt das Herabschauen auf Leute, die Auto fahren, auf Leute, die Fleisch essen, auf Leute, die ihren Müll nicht trennen und so weiter und so weiter. Es gibt Leute, die sozusagen in das persönliche Leben jedes Einzelnen versuchen rein zu moralisieren, sodass selbst mich als ökologisch lebende Menschen, ich mich bevormundet fühle auf so einer moralischen Ebene. Es gibt dieses Moment und ich finde, da ist sozusagen diese Bewegung genauso in der Pflicht, das aufzuheben, daran zu arbeiten, dagegen vorzugehen und das eben nicht so auszugrenzen. Und heute auf dem Podium haben alle gesagt, sowas hätten sie nicht erlebt, sowas geht es nicht. Ich denke, das ist sehr wichtig, also nicht um die Bewegung schlecht zu machen, hinter die ich mich auf jeden Fall stellen würde, aber um sozusagen dieses Problem auch mitzudenken von der eigenen Seite. Und auch es gibt auch dieses Moment der Ablehnung, was ich immer lebe, wenn ich mich in proletarischen oder in sozusagen nicht akademischen Kreisen bewege, gibt es dieses
Gefühl, subjektiv bevormundet zu werden oder abgewertet zu werden, das ist real. Das wollte ich gerne noch ergänzen, weil mich das ansonsten, finde ich, ist das Bild ein bisschen verfälscht. Ich kann mich Hannes im Grunde anschließen, denke aber, es gibt von beiden Seiten die Pflicht, so auf eine Zusammenarbeit hinzuwirken. Gut, vielleicht. vielleicht noch eine abschließende Frage und danach würde ich es dann gerne schließen. Ja, ich weiß nicht genau, ob ich da draußen eine Frage mache, aber ich würde auch gerne noch mal versuchen, den Zusammenhang, wie ich ihn wahrnehme, und zwar darzustellen. Also, meine Meinung ist ein bisschen, warum bringen denn diese großen Konferenzen nichts? Also, dass sie von denen, die sie machen, aus nichts bringen, ist klar, aber warum gibt es keinen Widerstand? Warum gibt es keine breite gesellschaftliche. Warum gibt es angesichts dieser Verarsche, die da passiert, kein Aufschrei, kein nicht irgendwie polemisch oder rasenhaft klingendes Butter für einen, aber es wird so hingenommen. Und ich habe das Gefühl, das liegt durchaus an dem Ideologieaspekt, den Uli angesprochen hat. Es ist dass Leitwerte gesetzt werden oder häufig aus einer Kritik am Kapitalismus und aus Gegenbewegungen, Protestbewegungen, Gegenkultur herauskommen, dann zu Leitwerten werden, aber sie werden ja nicht wirksam. Also es ist eine Ideologie, genauso wie der bürgerliche Leitwert irgendwie arbeite und wirst reich. Also das stimmt ja für niemanden in der Art, wie es behauptet wird, sondern es ist eben nur eine Ideologie, ein falsches Bewusstsein, beziehungsweise das richtige Bewusstsein zu den falschen Zuständen, aber es bleibt eben trotzdem das gefährlichste Bewusstsein, mit dem sich das, was man erleiden muss, am besten ertragen lässt. Und dazu gehört eben auch so ein Gefühl von, ach, wir sind ja schon ökologisch und die ökologische Bewegung ist ja erfolgreich, deswegen gibt es diese ganzen Zeitungsartikel. Also die bilden ja nicht irgendwie die Realität ab im Sinne von, hier bilden wir auf der Seite irgendwie ab, was alles gerade richtig scheiße läuft, für wie viele Menschen auf der Welt, auf der anderen Seite sind dann relativ gesehen die ganzen Erfolge zu verzeichnen. Und das hat ja auch einen Grund, warum was in die Medien kommt. Und dazu gehört eben auch, dass es dem deutschen Mainstream sehr gut gefällt, sich als ökologisch bewusst wahrzunehmen und dass irgendwie die Abgaswerte, wie sie VW manipuliert, nicht in Deutschland aufgedeckt wurden, sondern von der US-Umweltbehörde, ist was, was hier für viele total nicht ins Weltbild passt. Aber also ich glaube, das gehört alles damit dazu und dann gibt es Moralisierung, dann gibt es halt, mein Leben ist das Beste. Ich habe neulich was gehört, jemand, der auf Protest Fleisch isst, weil er eben gegen diese Moralisierung protestieren will. Also man kann Vernunft auch einfach aufgeben, klar kann man machen. Aber ich glaube, dass dass der ideologiekritische Ansatz voll wichtig ist, aber darf eben bei der eigenen Weltwahrnehmung nicht Halt machen. Und dann geht es auch mehr zusammen und muss nicht so eine Frontstellung sein. Genauso wie die Commons-Ideen und die Peer-Production-Ideen und die Idee, dass man irgendwie mit einer Internet-Crowd gemeinsam zu den besten Ideen kommt, ist eine super Idee, aber wer macht es dann am Ende? IBM sagt irgendwie, hier Leute, hackt mal für uns was zusammen, fühlt euch dabei total selbstverwirklicht und ja, wer die Bitte draus sieht, ist dann klar. Also das packt sich halt für dann den neoliberalen, kapitalistisch funktionierenden Markt auch einfach super, diese Energie wieder aufzuziehen, aufzusaugen. Ich würde es vielleicht damit tatsächlich schließen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wenn euch das interessiert, wenn ihr sozusagen mit dem Kapitalismus abschaffen wollt oder darüber nachdenken wollt, was es nicht vorher alles für Fallstricke gibt, wir haben ein offenes Plenum am 1. und am 3. Dienstag des Monats, 17 Uhr in der B12. Flyer und Infomaterial liegen draußen, kommt gerne vorbei, kommt gerne zu unserem Küfer, folgt uns auf Facebook und Twitter und bis dann und kommt gut nach Hause.